Jetzt am letzten Themen, an der letzten Themeneinheit. Wir machen heute GI-Trakt, Eisen rezeptieren. Und ich finde es schön, dass echt nochmal ein paar Leute da sind am Samstag. Ich glaube, also man sollte eigentlich mal Statistiken machen. Wer bereit ist, Samstag zu kommen, denke ich, lernt auch gut. Und denke ich, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass man besteht. Aber ich bin gespannt. Wie immer, bitte keinen Schmutz hinterlassen. Das wisst ihr eh, die Hörsäle sind immer schön sauber. Und wir fangen jetzt eben an mit dem Thema GI-Trakt, Eisen rezeptieren. Was wollen wir uns im Einzelnen anschauen? Wir wollen anfangen mit der Pharmakologie des GI-Trakts. Und das sind wieder sehr, sehr schöne Themen, weil wir uns wieder die Physiologie am Anfang anschauen können und dann daraus die Pharmakotherapie ableiten können. Ich will beginnen mit dem Magen und eben da legen wir den Fokus auf die Säuresekretion. Dann will ich kurz die Ulkuskrankheit anreißen. Dann möchte ich weitergehen zur gastrointestinalen Motilität. Wir werden uns Prokinetika anschauen, Mittel gegen Übelkeit, Mittel gegen Diarrhoe und Laxantien. Und zum Schluss will ich in dem Themengebiet noch kurz auf die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eingehen. Wir starten mit dem Magen. Und der Magen ist grundsätzlich so aufgebaut, das habt ihr im Block 2 wahrscheinlich schon mal angerissen, aber in OM kommt es dann nochmal genauer. Der erste Bereich ist der Fundus, dann gibt es den Corpus und das Andrum, wo dann schon der Übergang ist. Und der besteht eben aus verschiedenen Zellen. Wir haben die Nebenzellen, die Belegzellen, die auch Parietalzellen heißen, also das sind Synonyme. Wir haben die Hauptzellen, G-Zellen, D-Zellen und die Endochromaffin-like Cells. Und welche Aufgaben haben jetzt die einzelnen Zellen? Wir haben die Nebenzellen, die dafür verantwortlich sind, den Schleim zu produzieren, die Mucine und das Bicarbonat, das eben die Salzsäure wegpuffern kann. Wir haben die Belegschaft, die ja sauer wird, die macht die Salzsäure. Und auch wichtig im Hinterkopf behalten, den Intrinsic Factor, den braucht man, um das Vitamin B12 zu resorbieren. Die Hauptzellen, die machen das Pepsinogen, das für die Proteolyse wichtig ist. Die G-Zellen, kann man sich so merken, G macht Gastrin. Die befinden sich vor allem im Antrum, um das schon mal vorwegzunehmen. Das hat später für uns Konsequenzen. Und es gibt die D-Zellen, die das Somatostatin bilden, das auch später für uns relevant wird. Man unterscheidet grundsätzlich, also im Regelfall bildet der Magen so zwischen 2 und 3 Liter Magensaft am Tag. Und man unterscheidet verschiedene Phasen, die kephale Phase, die gastrale Phase und die intestinale Phase. Die kephale Phase geht quasi schon los, wenn ich irgendwie, bei mir sicher schon, wenn ich irgendein Werbeplakat von Essen sehe, wenn ich es optisch sehe oder rieche oder schmecke, da wird mein Vagus schon stimuliert und ich bekomme schon Hunger. Dann geht es um die gastrale Phase im Magen und die intestinale Phase. Wir schauen uns an, wie wird jetzt die Parietalzelle geregelt? Und wir haben gerade gesehen, die Parietalzelle ist ja für die Salzsäureproduktion verantwortlich. Die Frage ist jetzt also, wie macht die Parietalzelle Salzsäure? Und Salzsäure ist HCl. Und wir sehen am einfachsten, schauen wir uns am Anfang dieses Chlorid an, das Cl, das ist relativ einfach. Das wird über einen Antiporter apikal aufgenommen und hier unten über einen Kanal einfach rausgelassen. Ist nicht weiter spektakulär, ganz einfach, das Cl ist hier unten. Was reguliert wird, was jetzt ein bisschen komplizierter ist, ist, wie das H+ in unser Magenlumen gelangt. Und wir sehen hier, das geht über die H+K+ATPase. Dieses Zeichen steht immer für ATPase. Das heißt, mit Energieaufwand werden H+-Ionen gegen K+-Ionen getauscht. Und wir sehen jetzt auch, diese H+K+-ATPase, die liegt in Vesikeln in der Parietalzelle vor und die kann dann diffundieren an den Zellrand, in die Canaliculi und dort wird die dann quasi an die Membran gebracht und erfüllt dann ihre Wirkung. Was wirkt jetzt darauf, dass diese Vesikel an die Membran kommen? Ja, wieder verschiedene Rezeptoren. Und wir schauen uns an, welche das im Einzelnen sind. Wir haben den M3-Rezeptor. Nicht weiter verwunderlich, denn wir haben ja gelernt, Block 4, Sympathikus, Parasympathikus. Parasympathikus immer Rest and Digest. Das heißt, irgendwo muss ja der Parasympathikus hier eingreifen über seine Rezeptoren. Der ist GQ-gekoppelt, wie wir hier sehen. Dann haben wir einen Histamin-2-Rezeptor, GS-gekoppelt. Und einen Cholecystokinin-Rezeptor. Und die wirken alle fördernd auf die Säuresekretion. Warum? Der M3-Rezeptor ist GQ gekoppelt und sorgt dafür, dass mehr Kalzium entsteht
Und diese Vesikel, die haben ja so Snares an ihrer Membran. Und diese Snares, die werden quasi affiner für die Zellmembran, wenn dieses Kalzium dazukommt. Und deswegen sorgt es dafür, dass es wahrscheinlicher ist, dass diese Vesikel an der Membran binden. Dann haben wir das Histamin. Als GS gekoppelt, sorgt für mehr CAMP. Und das sorgt auch dafür, dass mehr Vesikel an die Membran binden. Der dritte Salzsäureförderer ist das Cholecystokinin. Und das sorgt eben auch über einen GQ-gekoppelten Rezeptor für mehr Kalziumeinstrom. Das Cholecystokinin ist eigentlich auch logisch, dass die Säuresekretion steigert, weil es ist ja ein Sättigungshormon. Das heißt, es wird ausgeschüttet, wenn man was gegessen hat. Jetzt müssen wir das Ganze irgendwie verdauen. Es gibt auch Hämmer für die Säuresekretion. Das ist der EP3-Rezeptor für Prostaglandine und der Somatostatin-2-Rezeptor, der auch Somatostatin-B-Rezeptor heißt. Das sind auch Synonyme. Und die wirken beide GI gekoppelt. Ist jetzt auch logisch, erinnern wir uns an Montag, wenn ein GS-Rezeptor für mehr Säure sorgt, ein GI-Rezeptor sorgt immer für weniger CAMP, die wirken also dem jetzt entgegen. Um zu schauen, wie wir da eingreifen können, schauen wir uns jetzt an, was wirkt denn an diesen Rezeptoren. Und logisch, habe ich schon gesagt, am Parasympathikus-Rezeptor wirkt natürlich das Acetylcholin. Und wir sehen hier links dargestellt den direkten Weg, wie das Acetylcholin die Säuresekretion steigern kann. Es wirkt direkt auf den M3-Rezeptor. Das Gastrin wirkt am Cholecystokinin-Rezeptor. Und das Histamin, sehen wir hier, kommt aus den Enterochromaffin-like Cells, wie ich vorhin gesagt habe. Und was jetzt hier schön dargestellt ist, ist eben, dass Acetylcholin und das Gastrin nicht nur direkt auf die Säuresekretion wirken, sondern eben auch indirekt. Und zwar beides mal verstärkend. Acetylcholin sorgt einerseits über M3 für mehr Säuresekretion, aber auch über Stimulation zu mehr Histamin und auch das führt zu mehr Säuresekretion. Also hier nochmal zusammengefasst, Stimulation der Säuresekretion über Acetylcholin, Histamin und Gastrin und die Säuresekretion wird gehemmt über Prostaglandine und über Somatostatin. Jetzt schauen wir uns noch an, und das ist auch wichtig für später. Die einzelnen Bereiche, ich habe gesagt, hier im Antrum sind die D-Zellen. Wie ist im ganzen Magen das reguliert? Wir haben gesagt, die Parietalzellen machen das H+. Und die haben quasi einen negativen Feedback. Wenn wir viele H+ haben, wirken die auf die D-Zelle. Das macht Somatostatin und das hemmt wiederum die G-Zelle. Dann wird weniger Gastrin ausgeschüttet und die Parietalzelle wird weniger stark aktiviert. Das ist unser negativer Feedback bei der Säuresekretionhemmung. Bei der Säuresekretionausschüttung. Also schon mal merken für später, die D-Zelle liegt im Antrum. Wir fassen zusammen. Prostaglandine, was haben die jetzt für Effekte? Weil das wird ja oft gern gefragt, vor allem weil man ja gern Cox-Hemmer gibt, die die Prostaglandinbildung hemmen. Die Prostaglandine hemmen einerseits die Salzsäureproduktion und stimulieren andererseits die Schleim- und Bicarbonatproduktion. Das heißt, einerseits sorgen die dafür, dass mehr protektive Faktoren gebildet werden und sie machen aggressive Faktoren sogar runter. Das heißt, sie wirken über zwei Wege magenschützend. Wo werden denn Prostaglandine gebildet? In der gesunden Magenschleimhaut nur über COX-2. Das habt ihr ja schon vorgestern bei der Miranda gehabt. Und in der geschädigten Magenschleimhaut, die COX-2 ist immer das Enzym, das induziert wird, gibt es auch das COX-2, zum Beispiel, wenn man eine Gastritis hat oder eben Helicobacter pylori-Befall. Das heißt im Umkehrschluss, was passiert jetzt, wenn wir COX-Inhibitoren geben? Ja, es kann zu Erosion und Ulzera führen, weil durch die COX-Inhibitorengabe haben wir zum einen die aggressiven Faktoren verstärkt und die protektiven Faktoren runtergefahren. Wir haben also zwei Mechanismen, die dafür sorgen, dass unsere Magenschleimhaut geschädigt wird. Wenn einer verwirrt ist über diesen Prostaglandin-Rezeptor, ich war es selber am Anfang auch, weil hier steht EP3 GI gekoppelt und hier ist der EP3 plötzlich GQ gekoppelt. Man kann sich dazu merken, der EP1-Rezeptor, der ist immer GQ gekoppelt und der EP3-Rezeptor, je nach Splice-Variante, ist sehr anders. Das ist eine absolute Ausnahme, das gibt es eigentlich sonst, habe ich es irgendwie selten gehört. Nur hier ist so, normalerweise sind ja diese Bezeichnungen eindeutig und man weiß dann, was für eine Art von Rezeptor das ist. Aber das liegt daran, dass verschiedene Splice-Varianten sind. Und die eine Splice-Variante
kann dann GQ machen, GI oder sogar GS. Also je nachdem, wie das gespliced ist, der EP3. Jetzt steigen wir ein in die Pharmakotherapie. Wir haben uns da die Physiologie angeschaut und schauen jetzt, wie können wir da eingreifen. Und am allerprominentesten, und deswegen will ich damit anfangen, und auch am allerwichtigsten, ist unser Eingriff in die H+K+-ATPase. Das sind die H+K+-ATPase-Inhibitoren. Und die heißen eben auch Protonenpumpeninhibitoren, PPIs. Und die Vertreter sind Omeprazol, Esomeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, Dexlansoprazol und Rabeprazol. Und was machen die jetzt pharmakodynamisch? Ja, sie hemmen, und in dem Fall wichtig, irreversibel die H+K+-ATPase. Das Schöne an der Präparatgruppe ist, dass sie eigentlich alle ziemlich ähnlich wirken und ziemlich gleich und man deswegen nicht groß Unterschiede merken muss. Wie ist die Kinetik? Das eigentlich im ersten Moment könnte man da denken, das geht anders. Die werden resorbiert und gehen dann nicht direkt im Magen an diese Parietalzellen, das wäre theoretisch möglich, sondern sie gehen erst in den systemischen Kreislauf und dann quasi über die Blutbahn zu den Parietalzellen. Das heißt, wichtig sich zu merken, das sind alles Prodrugs. Die müssen erst aktiviert werden und aktiviert werden die in einem pH von kleiner als 4. Und auch wenn man sich das nochmal genau überlegt, bedeutet das, ich muss es auch in einer magensaftresistenten Form geben, weil sonst wird es ja direkt im Magen aktiviert werden, aber so kann es nicht binden und dann kaputt gehen. Es muss quasi einmal durch den Magen erst durch, systemisch werden und dann kann es quasi an die H+K+-ATPase binden. Und zwar irreversibel. Was für eine Halbwertszeit haben wir? 1 bis 3 Stunden. Die habe ich nicht hingeschrieben, weil es besonders wichtig ist, sondern weil es ein schönes Beispiel dafür ist, dass man sich immer das Präparat als Ganzes angucken sollte. Nicht nur einzelne Fakten rausziehen, sondern den ganzen Wirkmechanismus und die ganze Pharmakokinetik verstehen. Denn die Wirkung geht 2 bis 3 Tage. Denn ich habe ja gesagt, es ist irreversibel, die Hemmung. Und entscheidend ist jetzt nicht, wie lang ist das Omeprazol in meinem Körper zu messen, der Spiegel, sondern entscheidend ist, wie lange dauert es, bis eine neue H+K+-ATPase nachgebildet wird. Das ist jetzt entscheidend für die Wirkungsdauer. Und in dem Fall geht das eben diese 2 bis 3 Tage. Die Protonenpumpeninhibitoren, die werden hepatisch metabolisiert und renal eliminiert. Und die hepatische Metabolisierung geht eben über CYP2C19 und teilweise über CYP3A4. Und das Interessante ist jetzt, also ich habe schon gesagt, klinisch haben die ganzen PPIs eigentlich keine Unterschiede. Man muss nichts beachten. Aber interessant ist zum Beispiel, Omeprazol, das ist sicher so das Bekannteste, das hat eigentlich eine miese Bioverfügbarkeit. Und die miese Bioverfügbarkeit, die liegt daran, dass es CYP2C19, das schon quasi im Dünndarm, beim First-Pass-Mechanismus, schon das meiste metabolisiert und das Omeprazol dann nicht mehr, also schon abgebaut wird. Und was jetzt dieses Omeprazol macht, das ist auch, und das haben wir schon am Montag angerissen, ein Hemmer für CYP2C19. Das heißt, eigentlich raffiniert, das Omeprazol baut das Enzym, also inhibiert das Enzym, das es selbst metabolisiert und abbaut. Und deswegen kommt es dazu, wenn man das Omeprazol mehrere Tage gibt, dass dann die schlechte Bioverfügbarkeit immer besser wird und sie dann eben irgendwann normal ist. Und deswegen kann man das wie jedes andere PPI nehmen. Logisch auch, habe ich schon gesagt, wir haben gesagt, irreversible Hemmung. Die Wirkung geht 2-3 Tage ungefähr, deswegen reicht es, wenn man das einmal am Tag gibt, obwohl die Halbwertszeit so kurz ist. Als Sonderfall, und warum das wichtig ist, das zeige ich gleich, ist das Pantoprazol. Das macht keine CYP2C19-Hemmung. Warum werden die so oft eingesetzt? Warum ist die Wirkstoffgruppe so toll? Weil wir in der Kurztherapie quasi keine wirklichen Nebenwirkungen haben. Die sind super verträglich, die kann man geben, da passiert eigentlich quasi gar nichts. Das Einzige, ich meine, wir spielen am Magen rum, natürlich kann es da Übelkeit, Durchfall, ja, da kann es irgendwas geben, Interaktionen, aber im Regelfall werden die Präparate sehr, sehr gut vertragen. Das Problem ist, langfristig gibt es schon Nebenwirkungen, und zwar wirklich schlimme. Erhöhtes Frakturrisiko, man weiß nicht genau woher, GI-Lungen-Infekte. Das heißt, obwohl die quasi in der Kurztherapie so toll sind und so wenige Nebenwirkungen haben, sollte man nie dazu verleitet sein, das unnötig lang zu geben, weil es dann doch schlimme und große Nebenwirkungen hat.
Kleine Erinnerung an den Montag. Da habe ich kurz in so einer Frage angedeutet, dass das Clopidogrel, das ist ein Plättchenhemmer, über CYP2C19 in die aktive Form gebracht wird. Das ist eben Prodrug, das braucht CYP2C19, um aktiviert zu werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Stent bekommen hat nach einem Infarkt, dann nimmt man das für je nach Stent und je nach Schema 6 bis 12 Monate, das Clopidogrel. Und hier sollte man natürlich jetzt aufpassen, die Patienten bekommen ja auch, dadurch, dass sie so eine große, die bekommen ja eine ganze Latte an Medikamente nach dem Herzinfarkt. Und die bekommen auch immer ein PPI verordnet. Und in meiner Formulatur, die ich damals gemacht habe, war das allererste, was die ganzen Leute, also was die ganzen Ärzte gemacht haben bei den Patienten, die von den Hausärzten kamen, dass sie überall das Omeprazol gegen das Omeprazol eben gegen das Pantoprazol ausgetauscht haben, weil das eben keine CYP2C19-Hemmung hat. So kann man eben diese Wechselwirkung sich ersparen. Das ist quasi besser. Weil, wie ich aber gesagt, klinisch haben die eigentlich keine großen Unterschiede. Was man auch noch ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, ist, dass eine pH-Erhöhung natürlich im Magen folgt und es natürlich sein kann, dass vielleicht andere Pharmaka diesen tiefen pH-Wert brauchen für ihre Resorption oder da irgendwas passiert. Und deswegen kann es da immer zu Wechselwirkungen kommen. Und auch das hatte ich schon am Montag angedeutet oder auch gesagt. PPIs muss man immer ausschleichen, weil es sonst zum Acid Rebound kommt. Jetzt überlegen wir uns, unser Körper, also der merkt ja nicht, dass wir das absichtlich machen und tun wollen. Der merkt ja irgendwie, irgendwie läuft es nicht mehr so richtig mit meiner Salzsäureproduktion und ist dazu geneigt, mehr Faktoren zu bilden, die viel Salzsäure bilden. Und nehmen wir jetzt unser PPI raus, habe ich plötzlich viel, viel zu viel Salzsäure. Deswegen immer nach langer Gabe langsam ausschleichen. Was für Anwendungsgebiete haben wir? Logischerweise die Gastritis, Ulcus duodeni und Ventriculi, gehe ich gleich nochmal ausführlich drauf ein, und auch Refluxkrankheit. Und hier, ich habe schon gesagt, bitte, bitte beachten, Langzeittherapie, weil dort sind die schlimmen Nebenwirkungen, immer nur bei eindeutiger Indikation. Wir haben jetzt, gibt es dazu Fragen? Wir haben jetzt die H+K+ATPase hier unten verlassen und schauen uns oben an der basolateralen Membran. Da waren ja auch diese vielen Rezeptoren, die wir vorhin gesehen haben. Und jetzt will ich anfangen mit dem H2, mit dem Histaminrezeptor. Und man kann sich gleich überlegen, und ist immer, also man kann im Seminar gefragt werden, bei uns wurde das gefragt, zeichnen Sie eine Magen, also eine Belegzelle an, und was für Rezeptoren sind da? Und es ist auch gut, das zu wissen, weil man kann sich gleich immer überlegen, die Frage ist dann immer, wenn man ein bisschen nervös ist, oh mein Gott, muss ich jetzt einen Histamin-Antagonist oder einen Agonist geben? Und einfach immer überlegen, wie ist denn der Rezeptor gekoppelt? Ja, wir sehen, der H2-Rezeptor, der ist GS gekoppelt, der macht CAMP höher, das heißt, der sorgt für mehr Salzsäureproduktion, deswegen macht es Sinn, wenn ich quasi weniger Salzsäure möchte, einen Antagonist zu geben. Und die H2-Antagonisten, die entnehmen auf Tidin, Ranitidin, Famotidin, Roxatidin, Nizatidin und in Klammer Cimetidin, wenn man es eigentlich nicht mehr gibt. Und die machen jetzt nichts anderes, wie dass sie kompetitive H2-Antagonisten sind. Und die inhibieren 90% der Basalensäuresekretion und 50% der Brandialensäuresekretion. Im Vergleich, so bei den PPIs, schafft man sogar, die Salzsäureproduktion auf unter 5% zu senken. Also die sind deutlich wirksamer, die PPIs, wie die Histaminantagonisten. Die Halbwertszeit ist 1,5 bis 4 Stunden. Auch die werden hepatisch metabolisiert und renal eliminiert. Auch für die Wirkstoffgruppe gilt, sie sind in der Regel sehr gut verträglich. Was ein bisschen passieren kann, ist, dass man müde wird, immer bei den Histaminantagonisten. Deswegen nimmt man es eigentlich in der Regel am Abend ein. Nur das Cimetidin, das spielt am Androgenrezeptor rum, und das natürlich kann wilde und große verschiedene Nebenwirkungen machen. Deswegen ist das eigentlich auch heutzutage obsolet. Deswegen habe ich es auch eingeklammert. Weil wir wollen keine Gynäkomastie und keine Potenzstörung, um ein bisschen Salzsäure weniger zu haben, wenn wir andere Präparate haben. Und deswegen sind sie heutzutage noch Mittel der zweiten Wahl nach den PPIs. Jetzt kommt das nächste Target. Und wieder überlegen wir uns, aha, jetzt will ich beim Prostaglandin-Rezeptor rumspielen, brauche ich jetzt einen Antagonist oder einen Agonist?
Und in dem Fall haben wir gesagt, die Prostaglandine, die sorgen dafür, dass weniger Salzsäure gebildet wird. Deswegen ist es sinnvoll, einen Agonist zu geben. Und ein Prostaglandinrezeptor-Agonist ist eben das Misoprostol. Auch der kann die Sekretion toll senken. Allerdings, und das ist auch das Limitierende, macht er häufig Diarrhoe und krampfhafte Bauchschmerzen. Und deswegen wird es eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich eingesetzt. Was man sich schon merken kann für jedes weitere Pharmaseminar, oder wahrscheinlich habt ihr das eh schon im Block 4 bei der Physiologie gelernt, die Prostaglandine, die sorgen dafür, dass der Uterus kontrahiert. Und deswegen sind die absolut kontraindiziert bei einer Schwangeren, weil die absolute Gefahr besteht, dass der Uterus kontrahiert und das Baby Richtung Ausgang gedrückt wird. Wir gehen weiter zu den Muscarin-Rezeptoren und auch da wieder überlegen, ja? Ja, im Regelfall, wir gehen es nachher ein, wenn wir auf die Motilität gehen. Wir sehen es nachher nochmal genauer. Vielleicht sollten wir es dann nochmal besprechen. Also das hat viele Interaktionen. Acetylcholin wirkt ja eher stimulierend auf die Magenmotilität. Außerdem immer, also ich habe mir das krampfhaft und das schmerzhaft auch immer so gemerkt, Prostaglandine, die sorgen auch für Schmerz, ist auch ein Schmerzmediator. Deswegen, aber wir sehen es nachher nochmal genauer. Wenn ich nochmal gerne die Frage stellen, aber wir gehen nachher nochmal genau drauf ein. Jetzt will ich zum Muscarin-Rezeptor. Auch da wieder überlegen, ich habe gesagt, ja, Acetylcholin, Rest and Digest, das wird ja normalerweise für mehr Salzsäure sorgen. Also brauche ich jetzt einen Antagonist. Und ein Antagonist am Muscarin ist das Pirenzepin. Und da sehen wir jetzt, am Anfang, der hat eine gewisse, also in der niedrigen Dosis, hat er eine gewisse M1-Selektivität. Das heißt, er wirkt noch nicht direkt an der Parietalzelle, sondern vorgeschaltet. Erhöhen wir aber die Dosis, bindet er auch an M3 und irgendwann sogar an alle drei Acetylcholin-Rezeptoren. Und bei den Nebenwirkungen kann man sich immer so merken, das ist ein Muscarin-Antagonist, das heißt, wir haben jetzt alle gegenteiligen Parasympathikus-Wirkungen, also tendenziell eher was Sympathisches. Wir haben also, was macht der Sympathikus? Tachykardie, Akkommodationsstörung, Mundtrockenheit, weil beim Sympathikus wollen wir ja nicht verdauen, Obstipation, genau. Und deswegen sind alle, klinischen Bilder, wo man den Sympathikus eigentlich runterfahren müsste, kontraindiziert. Da sollte man das nicht geben, weil wir kriegen ja tendenziell, wir fahren unseren Parasympathikus runter und bekommen tendenziell eher Sympathikus-Effekte. Die nächste große Gruppe, die jetzt aber ganz, ganz anders wirken, weil die gehen jetzt nicht an irgendwelchen Rezeptor, sondern die gehen quasi chemisch, die wirken wie so eine Art chemischer Antagonist, die binden direkt, sind die Antacida. Und man kann sich merken, Antacida, so merke ich mir das immer, Antisäure. Die machen irgendwas direkt mit der Säure. Und die Vertreter sind Aluminiumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat und die Gruppe der Schichtgitterantacida, das Magaldrat und das Hydrotalzid. Und wie sieht die Dynamik aus? Es sind schwache Basen und die Idee dahinter ist, dass sie Salze bilden und dadurch die Magensäure neutralisieren. Das klingt immer alles so schwierig, aber man kann sich auch in dem Fall, also wird man sicher nicht gefragt, das zeichnen zu müssen, aber es ist immer gut, das zu verstehen. Wobei, also bei uns wird sogar gefragt, wie die Idee dahinter ist. Vielleicht sollte man sich doch ein bisschen angucken. Das Aluminiumhydroxid, ALOH3. Wir überlegen uns hier an irgendein Planschbecken, das sehr sauer ist, wie zum Beispiel der Magen. Und hier ist quasi, das soll der Wasserspiegel sein, also wo jetzt diese Flüssigkeit ist. Und jetzt gebe ich das Aluminiumhydroxid in diese Flüssigkeit. ALOH3, machen wir da rein. Und was passiert? Es dissoziiert das Al3+, und es gibt diese drei OH-Gruppen. Und das ist ja genau gleich wie am Montag, als wir uns das immer angeschaut haben im Magen und diesen ganzen Ion-Trapping. Ja, das OH- und das H+, die sind ja prädestiniert dafür, jetzt Wasser zu bilden, weil die ziehen sich ja an. Also habe ich jetzt drei H+ wegneutralisiert. Insgesamt wurde das hier jetzt weniger sauer. Und nichts anderes machen die Antacida. Die gibt man quasi im Magen und die neutralisieren quasi unsere H+-Ionen. Jetzt schauen wir uns an, Aluminium wirkt obstipierend. Ist als Nebenwirkung wichtig.
Und die Wirkung setzt relativ langsam ein bei diesem Präparat. Dafür Magnesium sorgt eher für eine laxierende Wirkung und die Wirkung ist relativ gut schnell. Und beim Calciumcarbonat ist es so, auch das wirkt schnell, aber tendenziell auch eher obstipierend wie das Aluminiumhydroxid. Und natürlich auch klar, das Aluminium bindet gern Phosphat, deswegen kann ich eine Hypophosphatämie bekommen. Wenn ich Magnesium in meinen Körper stecke, kann ich eine also zu viel Magnesium bekommen. Und wenn ich Calcium in den Körper mache, kann ich zu viel Calcium bekommen. Das sind logische Nebenwirkungen. Weil das gern Aluminium bindet gern Phosphat. Das geht gern Bindung an. Und die Idee ist jetzt, die man dann hatte, ich finde es eine tolle Idee, also ich finde, da merkt man, die haben sich was dabei gedacht. Wir machen Schichtgetanazidam. Das Magaldrat und das Hydrotalzid. Und was ist jetzt ein Schichtgetanazidam? Das ist die Mischung aus Aluminiumhydroxid und Magnesiumhydroxid. Und das ist jetzt ja toll. Wir haben einerseits ein Mittel, das quasi obstipierend und laxierend, das hebt sich gegenseitig auf. Und so ganz langsam wirkt es auch nicht, weil es die schnelle Wirkung vom Magnesiumhydroxid hat und es quasi ein bisschen hier abgemildert wird, dass das Aluminiumhydroxid nur so langsam wirkt. Das ergänzt sich gut und deswegen gibt es diese Wirkstoffgruppe. Hier sind sie nochmal zusammengefasst und ja, Kontraindikationen, wenn man sie lang bei einer Niereninsuffizienz wenn man lange eine Niereninsuffizienz hat, besteht natürlich die Gefahr, dass das Aluminium nicht mehr gut eliminiert werden kann. Und es ist natürlich schlecht, wenn das dann irgendwann sich im Gehirn ablagert. Und was natürlich auch sich immer klar sein muss, die ganzen Chelatbildner, habt ihr schon gelernt, die können natürlich nicht nur mit dem H+ reagieren, sondern die sind ja da im Magen, würden die gern Bindungen eingehen. Das kann natürlich auch mit den ganzen Chelatbildnern interagieren. Habe mir mal ein paar hingeschrieben. Und deswegen sollte man grundsätzlich immer bedenken bei den Antacida, dass man das frühestens 2 Stunden nach der Einnahme von einem anderen Pharmakon eben appliziert. Die nächste Gruppe, oder das ist eigentlich keine Gruppe, das ist einfach ein Wirkstoff, ist das Sucralfat. Das ist so, relativ wasserunlöslicher Zuckerkomplex, wo auch so ein Aluminium drin steckt. Und das bildet einfach an der Magenschleimhaut so eine gelartige Schutzschicht. Das heißt, wir führen quasi einen neuen protektiven Faktor ein, um die Magenschicht zu schützen. Und andererseits hat man auch gezeigt, dass dieses Sucralfat die Prostaglandinsynthese stimulieren kann. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, die Prostaglandine, auch die haben schützende Wirkung auf die Magenzellen, eben wieder kurz in Erinnerung, einerseits aggressive Faktoren runter, weniger Magensäure, andererseits protektive Faktoren, Bicarbonat und Schleim hoch. Warum ist das aufgeführt? Weil eigentlich ist es obsolet, aber im Hinterkopf behalten, das könnte man jetzt in der Schwangerschaft geben. Und auch hier, weil wieder Aluminium drinsteckt, bei der Niereninsuffizienz kontraindiziert, weil das Aluminium sich dann im Gehirn ablagern könnte. Und es ist eigentlich klar, also ein Zucker hat ja relativ viele OH-Gruppen. Und an dieses OH kann sich das Wasser eben dran picken oder dran binden und dann zu diesem Gel führen. Also das ist die Grundidee dahinter, warum das ein Zucker hier ist. Nicht damit es süß schmeckt, sondern damit es quasi so ein Gel gibt. Ja, du hast recht. Wahrscheinlich ist der Effekt klein, Dürfte eigentlich nicht das Recht sein, Kontraindikation, hast vollkommen recht, Hat sich wohl gezeigt, ist ja oft so, dass man die Stoffe ausprobiert hat und dann hat sich gezeigt, dass nichts passiert. Grundsätzlich macht man ja erstmal, die Hersteller sagen grundsätzlich, kontraindiziert in der Schwangerschaft, weil es natürlich auch eine rechtliche Frage und gefährlich. Und oft hat man da nichts anderes, bleibt da nichts anderes übrig, wie das anzuschauen. Und anscheinend hat sich da gezeigt, dass es einfach möglich ist. Aber da gibt es also so Embryotox, so eine App, das sollte man so mal nachgucken. Aber grundsätzlich ist das ein absoluter richtiger Einwand. Wenn man darauf verzichten kann, ist eine schlechte Idee, weil die Prostaglandinsynthese sagt man nicht schlecht für die Schwangerschaft. Vollkommen richtig, Geh mal eine Frage durch. Das Pantoprazol hat eine Halbwertszeit von 1,5 Stunden. Wie oft am Tag soll ich es jetzt verabreichen? Genau, das ist nämlich eine Falle, weil ich habe ja gesagt, das wirkt irreversibel, immer auch den Wirkmechanismus im Hinterkopf behalten.
Und deswegen einmal am Tag gibt man das. Die PPIs? Ja, also es kommt aufs Krankheitsbild an. Ja. Natürlich im Regelfall kann man das auch nach Bedarf angeben, aber wenn man zum Beispiel sich so einen typischen Postinfarktpatienten anschaut, der kriegt so eine Liste an Medikamenten und da steht dann meistens drauf, morgens ein PPI, weil sonst kriegt der Magenbeschwerden. Aber klar, gibt es auch, gerade beim Reflux zum Beispiel, sagt man, ja, wenn es schlimm ist, nimm ein PPI und sonst bitte nicht. Um eben zu umgehen, dass man es zu lang gibt und dann diese schlimmen Nebenwirkungen kommt. Ist ja wirklich super, wenn man darauf verzichten kann, immer darauf verzichten, klar. Grundsätzlich ist es tendenziell obsolet, das Pharmakon. An sich weiß ich jetzt auch nicht, ob es so gut ist, wenn man die ganze Zeit diese Gelschicht da im Magen hat. Ja. Es kommt immer darauf an, es ist immer ein Abwägen, je nachdem, was man hat. Ja. Und natürlich wirkt das quasi ja eigentlich nicht säurehemmend, sondern macht nur einen Schutz im Magen und trotzdem mache ich diese ganzen Säuren in meinem Magen. Also das wird natürlich viel, viel schwächer wie die ganzen PPIs. Ob dann wirklich dem Patient geholfen ist, muss man sich im konkreten Krankheitsbild anschauen. Diese Frage, das ist eine Altfrage, auf die du dich beziehst, glaube ich, in diesem Ding mit Pirenzepin, finde ich unglücklich gestellt, weil auch beim Pirenzepin Rebound-Effekte entstehen können. Also das ist nicht aufgehoben. Wir haben quasi bei allem das Problem, also beim Sucralfat, da erwarte ich mir jetzt keinen Rebound-Effekt, zum Beispiel keinen starken, weil hier habe ich ja quasi, greife ich ja gar nicht in diese H-Plus-Maschinerie ein. Aber alle, und das Pirenzepin sorgt auch dafür, dass weniger H-Plus gebildet wird, muss ich immer an einen Rebound denken. Obwohl das quasi die Lösung von der Frage ist, also wir haben das damals auch mit unserem Pharmaprofessor diskutiert, auch er war unserer Meinung, dass es natürlich auch einen Rebound-Effekt hat. Das ist ein bisschen unglücklich, finde ich, die Frage gestellt. Schauen wir uns die nächste Frage an. Was bewirkt die Bindung von Histamin am H2-Rezeptor an der Parietalzelle? Wir überlegen uns, wir haben jetzt ja den Antagonist, L-Histamin ist ein Antagonist am H2-Rezeptor. Oh, das ist schlecht gestellt, die Frage auch schon wieder, wenn ein Fehler passiert. Ja. Das Histamin sorgt dafür, dass, das ist schlecht gestellt, Entschuldigung. Ah ne, Entschuldigung, ist ja nicht, jetzt bin ich verwirrt, das Histamin, wir sind nicht bei dem wir sind natürlich ein Agonist, Entschuldigung, jetzt war ich gerade sehr verwirrt davon. Das Histamin bindet ganz regulär an der Parietalzelle durch den H2-Rezeptor und wir haben gesagt, das Histamin sorgt für mehr Säure über seinen Rezeptor, über eben die GS-Kopplung, CMP wird mehr, wir haben mehr Vesikel an der Membran. Ja? Deswegen geben wir ja die H2-Antagonisten, damit sie das Gegenteil tun. Welches Ion regt die D-Zellen im Antrum zur Produktion von Somatostatin an? Calcium, Natrium, Kalium, Wasserstoff? Und da will ich mich darauf beziehen, auf diesen Feedback hier, weil der wird gleich für uns relevant. Das sorgt dafür, dass quasi wir keine überschießende H-Plus-Reaktion bekommen. Weil es so wichtig ist, auch nochmal die Frage, Prostaglandine, A, regen die Nebenzelle zur Bildung protektiver Magenschleimhautfaktoren an, B, regen die Belegzelle zur Bildung protektiver Magenschleimhautfaktoren an, verringern die Bildung von aggressiven Magenschleimhautfaktoren an der Parietalzelle oder erhöhen die Konzentration an Magensäure. Sind zwei Sachen richtig? Gehen wir es im Einzelnen durch. A, regen die Nebenzelle zur Bildung von protektiven Magenschleimhautfaktoren an? Sicher richtig. B, das stimmt nicht, weil an der Parietalzelle machen sie ja keine protektiven Faktoren, sondern sorgen dafür, dass die Salzsäure weniger wird. Sie machen quasi weniger aggressive Faktoren. Deswegen ist C die Lösung. Und D, das eben nicht, sie verringern die Konzentration an Magensäure. Welche der genannten Parietalzellrezeptoren sind an der Regulation der Magensäure beteiligt? M2, M3, H1 oder H2? Also welche finden wir auf der Parietalzelle? Das ist A und D. Gut. H1
Habe ich wieder, ich weiß nicht, morgen ist PowerPoint geschaut, das M3 natürlich, ich weiß auch nicht, ist A dick oder B? Ich sehe es nicht gut, B ist dick, also das M3. Entschuldigung, ja, also irgendwie ist, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. M3, weil wir sind ja GQ gekoppelt. Ja? Und M2 wäre ja GI gekoppelt, wir sind GQ gekoppelt, M1 und M3. Bei welchem der folgenden Pharmaka erwartet ihr die stärkste obstipierende Wirkung? Aluminiumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Magaldraht oder Hydrosalzid? Genau, wir haben gesagt, Aluminium obstipiert immer gerne. Damit haben wir die Fragen durch. Und ich will kurz noch anreißen, da sieht man, was in der Ulkustherapie, also eine Statistik aus Deutschland, dass quasi die PPIs den anderen Medikamenten, die vorher da waren, quasi den Rang abgelaufen haben. Das ist der absolute Regelfall, weil sie so toll wirken und weil sie so in der kurzfristigen Gabe so wenig Nebenwirkungen haben, dass wir PPIs verschreiben beim Ulkus. Und was ist jetzt ein Ulkus? Es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen protektiven und aggressiven Faktoren. Und das führt zu einem Defekt in der Duodenalschleimhaut oder in der Magenschleimhaut. Und jetzt wird unterschieden, eine Erosion haben wir dann, ja, wenn es noch relativ oberflächlich ist, aber sobald wir durch die Muscularis Mucosa gehen, haben wir einen Ulkus. Und der Unterschied, wenn es jetzt wieder heilt, ist, dass wir nach einem Ulkus immer eine Narbenbildung haben und nach der Erosion, es kann ohne Narbenbildung verheilen. Und ich will es noch kurz einschieben, damit ihr es mal gehört habt, damit ihr wisst, was wir eigentlich so behandeln. Was ist ein Gastritis? Eben steckt schon im Namen. Gasta und Itis ist eine Magenschleimhautentzündung. Und da werden eben grundsätzlich drei Typen unterschieden. Und die Anfangsbuchstaben verraten immer, was es geht. Typ A, A wie Autoimmun, es entsteht einfach Autoimmun. B, bakteriell, der Supervertreter ist Helicobacter pylori, der das macht. Und Typ C, chemisch toxisch, super, super häufig, weil wir haben die NSAR, wir haben gesagt, die hemmen die Prostaglandine und die Prostaglandine sorgen eigentlich dafür, dass dem Magen nichts passiert. Was ich mal interessant finde, die meisten Patienten, die sind eigentlich komplett beschwerdefrei, wenn sie Gastritis haben. Also wenn man quasi Weltmeister im ASS nehmen ist, wenn man für alles im ASS einschmeißt und dann sagt, ich habe eh nichts in meinem Magen, ich bin nämlich komplett beschwerdefrei, muss nicht unbedingt wahr sein. Man kann trotzdem eine Gastritis theoretisch haben. Was also wichtig ist, ein ganz kurzer Einschub, was denn der Helicobacter pylori eigentlich ist. Der ist nämlich der Hauptrisikofaktor für unsere beiden Ulkuserkrankungen, Ventriculi und Duodeni. Und der ist eben deswegen so bekannt und wird auch deswegen so gern durchgenommen, weil er eben eines der Bakterien ist, die für die Krebsentstehung verantwortlich gemacht werden, nämlich beim Magenkarzinom. Und der ist auch ein Risikofaktor fürs Malt-Lymphom. Und immer wieder eindrucksvoll, wenn man es sieht, finde ich, Prävalenz, jeder Zweite auf der Welt hat einen Helicobacter pylori. In Indien sind es 80%, bei uns sind es ungefähr, ja, ein bisschen weniger, es gleicht sich irgendwie aus, aber weltweit 50%, jeder zweite Mensch auf der Welt hat einen Helicobacter pylori. Und wenn man sich überlegt, beim Ulcus duodeni, 99% der Patienten haben Helicobacter pylori. Und beim Ventriculi 75%. Also das Muster, also die spielen da eine Rolle. Wir sehen auch gleich, warum. Und diagnostisch, ja, der Helicobacter pylori, der macht sich ja quasi aus der Harnsäure ein Ammoniak, um sich zu schützen in dem sauren Magenbereich. Muss ich überlegen, ist eigentlich ein tolles Bakterium, das schafft es im Magen zu überleben. Ist ja eine relativ schwierige Umgebung. Und deswegen kann man auch die Urease testen. Und es gibt zum Beispiel den Atemtest. Es gibt auch noch viele weitere diagnostische Mittel für den Helicobacter pylori. Zum Beispiel kann man auch im Stuhl die Antigene messen. Das war der kurze Einschub. Jetzt schauen wir uns an, wieder oben unseren Magen, den ich am Anfang gezeigt habe. Fundus corpus antrum. Und jetzt überlegen wir uns, was passiert, wenn der Helicobacter pylori jetzt eine chronische Antrum-Gastritis auslöst. Das heißt, in dem Antrum sind wir jetzt, haben wir gesagt. Und wir erinnern uns an unser Bild. Ich habe gesagt, wir merken uns bitte, dass vor allem die D-Zellen im Antrum sind. Und wir haben ja normal gesehen, das ist H+, an die D-Zelle wirkt und es dann diesen negativen Feedback gibt. Was jetzt passiert, dadurch, dass wir vor allem im Antrum die Gastritis haben, dass unsere D-Zelle geschädigt ist und jetzt unser negativer Feedback verloren geht. Ja? Wir bilden weniger Somatostatin, das heißt, die G-Zelle bleibt dabei, viel Gastrin zu produzieren. Und wir haben gesagt, Gastrin macht an der Parietalzelle H+-Ausscheidung. Was für einen Effekt haben wir also?
Wir haben weniger Inhibition, wir haben mehr Gastrin und mehr H+. Und was kann jetzt daraus resultieren? Es kommt auch viel, viel mehr H+ aus dem Magen Richtung Duodenum. Und deswegen kriegen wir quasi im Duodenum, haben wir zu hohe Konzentrationen an Wasserstoff, das kann nicht mehr richtig weggepuffert werden und wir bekommen jetzt einen Ulcus duodeni im Duodenum, weil wir hier jetzt zu hohe H+-Konzentrationen haben. Dann kann der Helicobacter pylori auch für eine komplette chronische Entzündung vom ganzen Magen führen. Und das führt dazu, dass wir weniger Magensäure produzieren natürlich, weil wir haben ja auch die Parietalzellen sind geschädigt, aber auch, dass wir weniger produktive Faktoren produzieren. Es werden ja beide Zellen gleich geschädigt, Nebenzellen wie Parietalzellen. Jetzt ist es allerdings so, dass die Parietalzellen weniger geschädigt werden, wie die Zellen, die produktiven Faktoren machen. Und deswegen haben wir quasi wieder ein Ungleichgewicht und es kommt dazu, dass wir jetzt im Ventrikel selbst den Ulcus ventriculi entwickeln. Und ich habe schon gesagt, eigentlich am häufigsten, das Dritte, was passieren kann bei einer primären Helicobacter pylori-Infektion, ist einfach ein asymptomatischer Verlauf. Der Patient merkt gar nichts, er hat keine Gastritis, keinen Ulcus, also irgendwie passiert nichts. Nochmal kurz zusammengefasst, welche Ursachen hat jetzt die Ulcus-Krankheit? Zum Beispiel, hier sind nur Beispiele aufgeführt, wir haben gesehen, der Helicobacter pylori kann das machen. Und natürlich alle Stoffe, die die Prostaglandine hemmen. Glukokortikoide und eben ganz bekannt, wenn man sie so gern einnimmt, die Coxhemmer. Was für Komplikationen können entstehen? Ja, das kann irgendwie bluten, es kann sogar perforieren und natürlich ganz, ganz schlecht, wenn dann andere Organe penetriert werden. Jetzt werdet ihr gefragt, ein Patient hat einen Ulcus und ihr sollt ihn jetzt behandeln. Das kann gefragt werden im Seminar. Und dann ist das Wichtigste, erstmal eine Gegenfrage zu stellen, falls es nicht genau gesagt ist, dann fragt ihr, naja, ist der Helicobacter pylori positiv oder ist der Helicobacter pylori negativ? Weil je nachdem gibt es dann verschiedene Schemata. Bei einem Helicobacter pylori negativen Ulcus ist es eigentlich ganz einfach, das haben wir vorhin auch schon gesehen, da reicht es, die PPIs zu geben und Mittel der zweiten Wahl, haben wir auch gesehen, das sind die Histaminantagonisten. Wenn man Helicobacter pylori hat, der symptomatisch wird, dann muss man ihn eradizieren. Und da gibt es verschiedene Schemata. Ja, es gibt auch so italienische Schema und also je nachdem, in welchem Land man gerade ist, es gibt ganz viele Schemata. Aber in der Regel für uns jetzt hier relevant, das ist First-Line-Therapie. Wir geben ein PPI und dann Schema 1 ist Clarithromycin und Amoxicillin oder Schema 2 geben wir das Clarithromycin mit dem Metronidazol. Und den PPI geben wir eben dazu, weil sich gezeigt hat, ja, es werden verschiedene Mechanismen dafür verantwortlich gemacht, dass die Antibiotika deutlich besser wirken, und zwar wirklich deutlich besser wirken, wenn man den PPI dazu gibt. Deswegen dieses Triple-Schema immer, PPI und zwei Antibiotika. Ich habe die Aussage so verstanden und also auch gelesen, dass die Idee dahinter ist, dass das PPI, die natürlich die Magensäure, immer weniger Magensäure, höheren pH-Wert und der Helicobacter pylori fühlt sich wohler und teilt sich gerne und ist deswegen angreifbarer. Ah, okay, er fühlt sich wohler. Genau. Ich habe gedacht, er fühlt sich im Magen wohler, ist das sauer. Ja, aber auch der Helicobacter pylori kann ja nicht bei pH-1 überleben. Der macht sich quasi diese Umgebung, die einigermaßen. Also habe ich nur, aber ob das hundertprozentig stimmt, ich will es ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich habe verschiedene Sachen gelesen, aber das wäre eine Idee, die ich nicht abwegig finde. Genau. Also was auf jeden Fall, Fakt ist, lässt man das PPI weg, wirkt viel schlechter, mit dem PPI wirkt viel, viel besser. Das ist wirklich Fakt. Gut, dann würde ich jetzt eine kurze Pause machen und dann danach zur gastrointestinalen Motilität kommen.
Gut, ich würde dann gleich weitermachen. So 10 Sekunden. Wir haben die Pharmaka, also den pharmakologischen Eingriff in den Magen, jetzt geschafft. Wir haben uns angeschaut, wie Säure entsteht, wie wir daran rumspielen können. Und auch hinsichtlich der Ulkuserkrankung haben wir uns das angeschaut. Jetzt kommt der nächste Block. Wir schauen uns an die Motilität vom Gastrointestinaltrakt. Und zwar, ich habe es vorhin kurz gesagt, im Einzelnen schauen wir uns an Prokinetika, die quasi die Motilität fördern, Mittel gegen Übelkeit, Mittel gegen Durchfall und Laxantien. Wie funktioniert denn die gastrointestinale Motilität? Und natürlich ist das alles ein Tick komplizierter, aber ich habe versucht, die Basics darzustellen. Der Beamer macht nicht, gell? Geht's jetzt? Ja, genau. So. Wir haben ein eigenes Nervensystem im Darm, das enterale Nervensystem. Und das funktioniert auch teilweise autonom, das reguliert sich selbst. Und zwar die Motilität, die Sekretion und die lokale Durchblutung. Wir haben schon viel, 10 hoch 8 Neurone im Darm, das ist relativ viel. Und eben aufgeteilt in die beiden Plexi. Ich weiß noch nicht, ob das, wahrscheinlich war das schon irgendwie in Histologie dran. Das sind der Plexus myentericus, der Auerbach, und der Submucosus, der Meissner Plexus. Und die sorgen eben dafür, dass es autonom eben reguliert wird. Das ZNS ist nur modulatorisch wirksam. Das sagt dem Darm nicht, was es machen soll und wie es das machen soll, sondern es sagt nur, mach mal ein bisschen stärker, mach mal ein bisschen weniger stark. Aber mehr hat das ZNS da nicht zu sagen. Der Gastrointestinaltrakt hat verschiedene Muster. Zum einen, eben wichtig, ist die Peristaltik. Ja, wir sehen hier eine Kontraktion, hier eine Dilatation und das sorgt eben jetzt zum Beispiel dafür, dass wir unseren Nahrungsbrei, unseren Bolus nach vorne transportieren können, also weiter. Dann kann es auch sein, dass wir eine rhythmische Segmentation haben, damit wir quasi unsere Nahrungsbestandteile durchmischen können. Es kann auch Pendelbewegungen geben oder es kann auch zur Verschließung kommen, indem eben kontrahiert wird. Das sind so die Grund, also wie beim Tanzen gibt es auch so verschiedene Grundschritte, das sind so die Grundschritte, die unser Intestinaltrakt drauf hat. Und jetzt schauen wir uns an, wie ist denn das eben autonom reguliert? Hier ist es mal dargestellt, nach links geht es Richtung Oral, nach rechts geht es Richtung Anal, außen ist die Längsmuskulatur, den habe ich gerade schon genannt, eben der Auerbach-Plexus, wo Neurone sind. Wir haben hier zirkuläre Muskulatur und hier wieder Neurone. Also hier sind wir die Neurone, hier. Hier ist die Submucosa, wo dann der Meissner-Plexus drin ist. Dann haben wir unsere Mucosa und hier irgendwo unser Lumen. Das ist natürlich nur eine Skizze. Jetzt schauen wir uns an, dass bei mir kommt das häufig vor, dass ein Nahrungsbestandteil, irgendein Schnitzel, jetzt in das Lumen kommt. Und das sorgt dafür, dass es hier zu einer Reizung kommt, ja. Diese Reizung kann eben allein durch diese mechanische Reizung sein oder eben auch durch diese Zitrone, die relativ sauer ist. Und das führt dazu, dass an den enterochromaffinen Zellen Serotonin ausgeschüttet wird. Dieses Serotonin sorgt dafür, dass ein primär afferentes Neuron im Auerbach-Plexus erregt wird. Und das wiederum leitet seine Informationen an ein aszendierendes Interneuron Richtung Oral weiter und ein deszendierendes Interneuron Richtung Anal weiter. Und jetzt sehen wir, dass diese unterschiedlichen Effekte haben können. Das aszendierende Interneuron macht hier eine Erregung über ein erregendes Motoneuron mit Hilfe von unserem Stoff Acetylcholin. Ist auch logisch, kann man sich eh schon mal merken. Acetylcholin, das wirkt, ist ja immer quasi Rest and Digest, das wirkt meistens erregend. Und wir haben ein hemmendes Motoneuron über den NO-Weg. Also hier haben wir eine erregende Interaktion und hier eine hemmende. Und zu was führt das? Hier passiert was und hier wird gehemmt, das heißt, wir haben unterschiedliche Dehnungen in unserem Magen und so können wir uns zum Beispiel eine Peristaltik vorstellen.
Jetzt kann das quasi, diese Schnitzel weiter bewegt werden. Und was hier noch dargestellt ist, damit ihr die ganze Abbildung habt, wir haben jetzt hier noch weitere primärafferente Neurone und auch noch Interneurone, die zum Beispiel während dem Fasten peristaltische Wellen machen. Also dadurch, dass diese Umschaltung dann zwei verschiedene Effekte hat, haben wir hier ein hemmendes Interneuron und hier ein erregendes, das zusammenzieht. Und wir haben quasi diese Peristaltik zum Beispiel so erklärt. Und hier sehen wir jetzt aber auch ganz schön schon die ersten Stoffe, mit denen wir nachher zu tun haben werden, die eben dafür sorgen, dass es diese Rhythmen gibt. Das ist zum einen das Serotonin. Und wir erinnern uns, Serotonin ist 5-HT. Und das Acetylcholin. Hier rechts oben habe ich es noch hingeschrieben. Eben das sind wichtige Targets. Und warum das Dopamin ein Target ist, ist ganz, ganz vereinfacht, weil mehr müssen wir es heute auch gar nicht wissen. Ich habe gesagt, diese erregenden Interneurone, die machen diese Darmstimulation über Acetylcholin. Und jetzt ist eben so, dass der D2-Rezeptor, wenn da ein Agonist bindet, der hemmt diesen Effekt. Und der Antagonist, der verstärkt quasi diesen Effekt am D2-Rezeptor. Mehr müssen wir dazu noch nicht wissen, das kommt dann in den späteren Blöcken. Also hier nochmal gesagt, der D2-Rezeptor-Agonist hemmt die Motilität, weil er quasi ein Gegenspieler zum Acetylcholin ist. Und der D2-Rezeptor-Antagonist, der wirkt prokinetisch. Jetzt schauen wir uns hier mal eine Zusammenfassung an. Das sind so die wichtigsten Substanzen, oder eigentlich sind es nur Auszüge, aber damit, also mit diesen Stoffen, dann können wir eigentlich gut umgehen für den Block. Wir haben eben Substanzen, die stimulierend auf die Motilität wirken und die hemmend auf die Motilität wirken. Schon gesehen haben wir das Acetylcholin und auch Motilin, da steckt ja schon drin, Motion, Bewegung, das wird eher stimulierend auf die Motilität wirken. Und wir haben schon kennengelernt, hemmend ist das Stickstoffmonoxid und auch das Dopamin. Und was wir auch schon am Montag kennengelernt haben, wenn wir uns an die eine Frage erinnern, die Opioide ist eben eine Nebenwirkung von denen, die wirken, machen immer Obstipation, die wirken hemmend auf die Motilität. Jetzt schauen wir uns an, welche Pharmaka greifen da jetzt ein? Wir wollen anfangen, wir wollen Prokinetika uns anschauen, also Stoffe, die die Motilität stimulieren. Und die Vertreter dazu sind eben das Metoclopramid, das Domperidon und das Prucalopride. Und wir sehen jetzt, aha, der wirkt jetzt agonistisch an unserem Serotoninrezeptor. Und das ist ja logisch, wir haben uns überlegt, der macht also nichts anderes wie der Schnitzel am Anfang, der erregt quasi. Ja? Wir haben ja gesehen, das Serotonin ist erregend. Dann ist er auch ein D2-Rezeptor-Antagonist, das haben wir auch gerade gesehen, auch das wirkt prokinetisch. Und so eine kleine Zusatzsache ist auch, dass er 5-HT3 antagonistisch wirkt und deswegen auch dann antiemetisch wirkt. Das werden wir uns gleich anschauen. Die Wirkung ist vor allem auf den oberen GI-Trakt und er ist auch zentralgängig von der Kinetik her. Und das hat jetzt zur Folge, also wenn man sich überlegt, dass Dopamin, wenn man die Parkinson-Erkrankung, ist nichts anderes wie ein Dopaminmangel. Es ist quasi nicht mehr genug Dopamin, das von der Substantia nigra kommt. Und deswegen, wenn man da nichts anderes, das wird jetzt, ist ja zentralgängig und geben jetzt einen Dopamin-Antagonist. Deswegen können wir auch so extrapyramidale motorische Effekte haben, weil wir quasi so parkinsonoide Erscheinungen bekommen. Wir induzieren ja quasi in der Mitte einen Parkinson-ähnlichen Zustand. Deswegen haben wir diese Nebenwirkung. Und das Dopamin spielt auch eben bei der Prolaktinherstellung eine Rolle. Auch deswegen kann man eine Hyperprolaktämie bekommen, weil das Dopamin hemmt das ja. Wann gibt man es? Zur kurzfristigen Anwendung. Und kontraindiziert ist es bei Kindern unter einem Jahr. Das Domperidon ist jetzt auch ein D2-Rezeptor-Antagonist und wirkt deswegen prokinetisch, wirkt vor allem auf den oberen GI-Trakt, auf den Magen. Allerdings hat es insgesamt eine schwächere Wirkung als Metoclopramid. Der Stoff ist jetzt nicht zentralgängig, deswegen macht er nicht diese Parkinson-ähnlichen Nebenwirkungen. Allerdings ist das quasi vom Markt genommen, weil sich gezeigt hat, dass es schwere kardiale Erscheinungen gegeben hat. Das ist nur noch ein absolutes Reservemittel. Das Prucalopride ist jetzt ein 5-HT3-Rezeptor-Agonist, also wieder Schnitzel, und wirkt primär auf den Kolon, hat sich gezeigt. Das Interessante war immer, das war immer cool zu lernen, fand ich, das war immer nur bei der chronischen Obstipation der Frau zugelassen, aber mittlerweile dürfen das auch Männer nehmen. Weil da gab es einfach nur Studien zu Frauen, deswegen war es nur dafür zugelassen, aber mittlerweile dürfen auch wir das nehmen.
Wir kommen zum nächsten Thema, Übelkeit erbrechen. Ja, wir haben die Pro-Klinik verlassen, wir schauen uns an, welche Mittel wirken gegen Übelkeit. Deswegen wollen wir erstmal wieder physiologisch verstehen, was macht denn überhaupt Übelkeit? Was löst das denn aus? Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Brechreflex natürlich ein Schutzreflex ist. Und es ist quasi ein Reflex, der koordiniert werden muss, im Brechzentrum im Hirnstamm. Und da gibt es eben verschiedene Teilnehmer, zum Beispiel die Formatio reticularis, der Nucleus tractus solitarii und die Chemorezeptor-Triggerzone. Was löst jetzt konkret den Brechreiz aus? Und ich habe versucht, hier mal zusammenzufassen. Ist unsere Noxe oder unser Toxin im GI-Trakt, dann wird über den Nervus vagus mit Hilfe von 5H3-Rezeptoren diese Information weitergeleitet und der Nucleus tractus solitarii sagt dem Brechzentrum, bitte brechen. Also das ist der Weg 1, wenn unsere Noxe quasi im GI-Trakt ist. Ist unsere Noxe schon weitergekommen, quasi wurde schon resorbiert und ist jetzt im Blut, dann fährt sie vorbei an dieser Chemorezeptor-Triggerzone. Das ist eben da ist quasi auch die Blut-Hirn-Schranke ein bisschen durchlässiger, da kann einfach das ZNS merken, der Stoff, der ist nicht gut. Und auch das führt dann dazu, dass der Brechreiz ausgelöst wird. Weitere Auslöser, auch klar, wenn ich mich dauernd im Kreis drehe, wird mir auch irgendwann schlecht. Deswegen ist dort der Vestibulärapparat und auch der Kortex und das limbische System kann den Brechreiz auslösen. Nur, dass ihr die Begriffe, dass sie einfach nochmal klar sind, Nausea ist die Übelkeit und Emesis ist das Erbrechen. Das sind die Schaubilder, die es dazu gibt in den Büchern. Das ist nichts anderes, wie ich gerade gesagt habe. Hier sehen wir zum Beispiel über den Vagus und über das Serotonin, wie jetzt dieser Brechreiz Richtung Zentren geleitet wird. Und auch hier, auch nichts anderes, im Brechzentrum eben, sieht man dann die Rezeptoren, H1, MD2 und den Neurokonin-Rezeptor, die quasi im Brechzentrum sitzen. Und auch hier sehen wir wieder die verschiedenen wichtigen Inputzentren. Das sind eben die Schaubilder zu dem, was ich gerade versucht habe zu erklären. Jetzt haben wir das soweit verstanden und schauen uns an, ja, welche Mittel haben wir denn jetzt, um da einzugreifen. Und wenn man sich jetzt die Rezeptoren hier vor Augen führt, ist eigentlich klar, ja, jetzt greifen wir immer an diesen Rezeptoren ein. Deswegen 5-HT3-Antagonisten, weil wir haben ja gesagt, über das 5-HT3 kommt dieser Reiz über den Vagus. Ja, vor allem, wenn eben im Darm viele geschädigte Zellen sind, zum Beispiel von Zytostatika, dann kommt es zu einer massiven Ausschüttung von 5-HT3 und das wird im Vagus hochgeleitet. Und jetzt gehen wir quasi antagonistisch daran mit den Mitteln Ondansetron, Tropisetron, Cranisetron und Palonosetron. Das sind die 5-HT3-Antagonisten. Die Muscarin-Antagonisten gemeinsetzen, da gibt es Scopolamin. Dann für das, also beim Zytostatika für das später Erbrechen, die NK1-Antagonisten, das Aprepitant und das Fosaprepitant. Ich habe es gestern schon gesagt, kann man sich immer schön merken, da steckt Apre danach im Namen für spätes Erbrechen. Wir können Glukokortikoide geben, H1-Antagonisten, D2-Antagonisten und wir können auch am Cannabinoid-Rezeptor einen Agonist geben, das Tronabinol. Auch das wirkt gegen Übelkeit. Hier sind nochmal kurz zusammengefasst die Einsatzgebiete. Und wir sehen eben, je nach Art des Erbrechens geben wir unterschiedliche Emetika. Ja, beim zytostatik-induzierten Erbrechen, beim frühen Erbrechen die 5-HT3-Antagonisten und beim späten Erbrechen eher die NK1-Antagonisten. Bei Kinetosen macht man eher H1-Antagonisten, Anticholinergika. Und die Histamin-Antagonisten sind auch wichtig für Schwangerschaftserbrechen bei der Hyperemesis gravidarum. Bei der Zytostatika-Therapie, nochmal zur Erinnerung, war das Früherbrechen, so direkt unmittelbar, so ein, zwei Stunden nach der Therapie und spätes Erbrechen am ersten Tag oder am zweiten Tag danach, 24 bis 48 Stunden nach der Therapie. So, wie wirken jetzt? Gehen wir nochmal einzeln die Wirkstoffe durch. Die 5-HT3-Antagonisten, Ondansetron, Tropisetron, Cranisetron, Palonosetron. Die hemmen eben die 5-HT3-Rezeptoren. Auch den afferenten Nervenfasern des Vagus. Weil wir haben gesehen, da wird eben diese Information nach oben geleitet Richtung Gehirn zum Brechzentrum, das jetzt gebrochen werden muss. Und alle haben eigentlich eine sehr gute Bioverfügbarkeit.
Und deswegen können wir sie alle oral geben. Uns reicht in der Regel, die einmal am Tag zu geben. Das Palonosetron, dann nimmt man in Kauf, dass man es IV geben muss. Allerdings haben wir dafür einen anderen tollen Effekt. Wir sehen, die Halbwertszeit ist mega lang und es ist super affin. Da reicht in der Zytostatika-Therapie bei einem Zyklus meist eine Einmalinjektion. Und die Übelkeit ist dahin. Nebenwirkungen, eigentlich auch wieder logisch und ableitbar. Ja, die sind jetzt antagonistisch am Serotoninsystem, also wirken sie wahrscheinlich eher hemmend. Wir haben also wahrscheinlich Obstipation, beziehungsweise sie spielen da ein bisschen dran rum an diesem Serotoninsystem, können auch Diurö machen. Also die spielen an diesem 5-HT3 rum. Deswegen haben wir sicher auch GI in Nebenbeschwerden. Und sie sind eben auch Mittel der Wahl, wie ich gesagt habe, in der Frühphase der Zytostatika-induzierten Erbrechens. Da setzt man sie ein. Muskarin-Antagonisten, das Scopolamin, setzt dann vor allem bei Kinetosen. Und hier gilt wieder das Gleiche. Naja, wir hemmen unseren Parasympathikus, also haben wir wahrscheinlich diese Sympathikus-Wirkung. Es sind immer zwei Möglichkeiten. Entweder man lernt das alles auswendig oder man bei diesen Parasympathikus- und Sympathikus-Wirkstoffen ist das, finde ich, immer schön. Deshalb quasi immer, man überlegt sich, das eine wird runtergefahren, deswegen ist das andere tendenziell eher überlegen. Deswegen haben wir jetzt quasi einen schnellen Herzschlag und wir wollen nicht mehr verdauen, wir haben jetzt Obstipation und Harnverhalt. Die Mittel für später Erbrechen bei der Zytostatika-Therapie, NK1-Antagonisten, Aprepitant, Fosaprepitant. Da kann man sich merken, das Fosaprepitant ist ein Prodrug von dem Aprepitant und auch hier reicht wieder die einmalige IV-Gabe. Nebenwirkungen haben wir Kopfschmerzen, Müdigkeit und Bauchschmerzen. Und eben wirklich, das ist wirklich die zentrale Message, auch wenn man ans Zytostatika-Thema denken, Spätphase, Apre. Und man kann sie auch beim postoperativen Erbrechen, setzt man sie ein. Wichtig ist natürlich, wenn man es beim postoperativen Erbrechen einsetzen will, dass man das natürlich vor der Narkoseeinleitung gibt, ja, weil es braucht ja seine Dauer, bis es wirkt. Ja, deswegen gibt man so circa 3 Stunden, bevor man mit der Narkose anfängt. Gut. DIA1-Antagonisten haben wir gelernt, Dimenhydrinat, Diphenhydramin. Die wirken jetzt eben, einerseits, wie schon im Namen steckt, antagonistisch am H1-Rezeptor, aber die haben auch ein bisschen antagonistische Wirkung am Muskarin-Rezeptor noch dazu, also ähnlich wie das Scopolamin. Und das ist immer ganz bekannt bei diesen H1, also immer bei den Histamin-Antagonisten. Das nehmen ja auch viele Leute, wenn sie irgendwie Flugangst haben, damit sie im Flugzeug einschlafen. Die machen immer müde. Die machen sedieren und die machen müde. Und da sie wieder antagonistisch am Muskarin-Rezeptor wirken, haben wir auch wieder dieses ganze Package von den anticholinergen Wirkungen. Sie sehen das Mittel der Wahl bei Kinetosen, aber immer dran denken, eine Stunde bevor ich aufs Boot oder ins Flugzeug steige, da muss man es nehmen, damit mir nicht übel wird. Wenn mir schon übel ist, schon schwierig, weil das muss man vorher geben, damit es wirkt. Und man kann es eben auch beim Schwangerschaftsverbrechen, beim Hyperemesis Gravidarum geben und auch beim Morbus Meniere wird es eingesetzt. Aber immer, also die Histamin-Antagonisten, die machen immer müde. Das ist eigentlich eine wichtige Nebenwirkung. Dann kommen wir zu den Cannabinoid-Agonisten. Da gibt es Dronabinol und Nabilon. Und die haben eben logischerweise als Nebenwirkung ähnlich psychotrope Wirkung wie Cannabis, Verwirrtheit, Müdigkeit, Schwindel. Und was da auch noch so besonders ist, die kann man quasi nur als Suchtgift verschreiben, logisch. Und zwar muss man da eine magistrale Verschreibung machen, weil dieses Präparat gibt es gar nicht fertig. Da muss man wirklich das als magistrale Verschreibung machen. Deswegen wird das eigentlich quasi überhaupt nie eingesetzt. Ist eben nicht als fertiges Arzneimittel erhältlich. Damit haben wir die Übelkeit schon gemacht und schauen uns jetzt die Diarrhö an. Da müssen wir unterscheiden zwischen chronischer Diarrhö und akuter Diarrhö. Akute Diarrhö haben wir immer, also Diarrhö haben wir grundsätzlich, wenn wir mehr als 3 Stuhlentleerungen pro Tag haben und die auch eine wässrige Konsistenz hat. Und wir haben eine akute Diarrhö, wenn das weniger als 4 Wochen stattfindet und ab 4 Wochen sagt man, wir haben eine chronische Diarrhö. Und was natürlich immer passiert bei Diarrhö, ist, dass wir Wasser und Elektrolyte verlieren. Ist ja klar, wir haben viele Ausscheidungen, die sind auch relativ wässrig, wir verlieren Wasser und Elektrolyte. Die Diarrhöen haben verschiedene Ursachen, man kann sich so merken, akute Diarrhö ist meistens irgendwie viral bedingt. Jetzt wichtig, der absolute Klassiker, deswegen steht es auch oben. Ein Patient hat akute Diarrhö, was ist Therapie? Und das wirklich, da muss man sagen, immer in der Regel zuallererst beginnen, ist eine Rehydratationstherapie.
weil wir verlieren Wasser und Elektrolyte und deswegen geben wir eine Elektrolyt-Glucose-Lösung. Das hat sich einfach herausgestellt über die Zeit, dass das die Top-Zusammensetzung ist. Wir geben Natriumchlorid, Kaliumchlorid und die weiteren Stoffe, Glucose, Wasser. Das ist quasi unsere First Line bei allen Durchfallarten, bei allen akuten Durchfallarten, weil es meistens dann selbstlimitierend ist und auch selbst wieder aushält. Dann, das haben wir schon kennengelernt, am Montag das Imodium, also der Name von der Firma, die es herstellt, das Loperamid. Das ist ein Opioid-Agonist am Mu-Rezeptor. Das muss man sicher in dem Block noch nicht wissen. Am Mu-Rezeptor. Und wir haben ja gesagt, die Opioide haben als Nebenwirkung immer Obstipationen. Und deswegen hemmt er jetzt die propulsive Peristaltik. Auch das haben wir schon am Montag besprochen. Die haben einen hohen First-Pass-Effekt, deswegen nur eine geringe systemische Wirkung. Und das bisschen, was systemisch wird, kommt nicht durch die Blut-Hirn-Schranke, weil es durch das P-Glykoprotein rausgepumpt wird. Und das ist in dem Sinn ja auch toll. Ich will ja meine Wirkung im Darmbereich haben, deswegen ist quasi toll, dass ich da eine relativ schlechte Bierverfügbarkeit habe und einen hohen First-Pass-Effekt, weil auch dann wirklich der Wirkstoff im Darmbereich bleibt. Und da setzen wir ein, kurzfristig, ja, 1-2 Tage, wenn man jetzt gerade im Urlaub ist und halt irgendwie noch eine 10 Stunden Zugfahrt vor sich hat und irgendwie was gegen den Diarrhoe machen möchte. Kontraindiziert bei Kindern unter 2 Jahren, weil dort quasi noch die Blut-Hirn-Schranke auf ist. Und dann haben wir gesagt, dann gibt es systemische Wirkung. Das ist quasi analog zu dem Thema am Montag. Dann haben wir das Razzicadotril. Das Enkephalin ist auch ein Opioid. Und dadurch, dass wir quasi das Enzym hemmen, dass das Enkephalin abbaut, die Enkephalinase, haben wir mehr Enkephalin im System. Und deswegen auch quasi die gleiche Idee, Opioide machen Obstipationen, also haben wir jetzt auch weniger Diarrhoe. Und von der Kinetik her ist es nicht zentralgängig und auch deswegen können wir es auch schon Säuglingen ab 3 Monate darf man es schon geben. Das darf man Kindern schon früher geben wie das Loperamid. Und dann gibt es noch das Cholestyramin. Das ist quasi ganz ähnlich zu den Acida, finde ich, weil das bindet jetzt die Gallensäure. Ja? Die Chloridionen werden gegen die Gallensäure ausgetauscht von dem Cholestyramin und wir haben quasi die Gallensäure gebunden und deswegen kann die schlechter resorbiert werden. Das Cholestyramin ist eigentlich ganz interessant, weil das, also ähnlich auch wie die Antacida, das muss überhaupt nicht resorbiert werden, das unterliegt überhaupt nicht dem Stoffwechsel, das schüttet man oben rein, hat dann quasi seine Effekte, dadurch, dass es die Gallensäure bindet und kommt dann direkt wieder raus. Das wird überhaupt nicht systemisch. Nebenwirkung ist eigentlich auch logisch und schnell erklärt. Ja, die Gallensäure brauchen wir ja, um unsere Fette zu binden. Und wenn wir jetzt unsere Gallensäure aber an das Cholestyramin gebunden haben, können wir zum Beispiel Fettstühle entwickeln. Großes Problem, das bindet nicht nur Fette, bindet nicht nur Gallensäure, sondern eben auch orale Antikoagulantien. Und das ist natürlich jetzt gefährlich für Patienten, die darauf angewiesen sind. Ja, wieder als Beispiel jemand, der eben ein Plättchenhemmer nimmt oder was auch immer. Ja. Das ist eben gefährlich. Also jemand, der die Thrombozyten nicht aktiviert haben will, ist eben gefährlich, weil dann kann er eben Thrombosen entwickeln. Und wo setzen wir uns ein? Jetzt logisch. Überlegen wir uns, Durchfall aufgrund von einer Darmresektion. Normalerweise, also unsere Leber weiß ja nicht, wie viel Galle sie produzieren soll, also in Abhängigkeit von der Darmlänge. Stellen wir uns vor, unsere Leber produziert immer, ist eine Fantasiezahl, 10 Milligramm Gallensäure. Und die wird jetzt quasi in den Darm geschickt. Und unser Darm, der hat normalerweise eine Länge, auf der es locker schafft, diese Gallensäure zu resorbieren. Was passiert jetzt, wenn wir ein Stück Darm rausgeschnitten haben, operativ? Unsere Strecke ist nicht mehr lang genug, um die gleiche Menge Gallensäure zu resorbieren. Das heißt, wir haben jetzt tendenziell zu viel Gallensäure im System. Und deswegen ist so eine typische Indikation, dass wir das Cholestyramin jetzt da geben, um die überschüssige Gallensäure zu binden. Ist das jedem klar? Ja, weil das eben auch, das bindet ja gerne, ja, eben an diese negativen Ionen. Und das Salz ist ja auch immer, hat auch an Ionen. Bitte? Ja, weil das wird ja positiv geladen, weil was Negatives abgespalten wird. Also hat eben auch diese... Genau.
Zum Beispiel auch, ja. Genau. Observation haben wir bei weniger wie 3 Stunden pro Woche jetzt. Wir sind Woche, nicht mehr Tag. Und man hat allgemeine erschwerte Darmentleerung. Und auch so ein Begriff einfach, die Koprostase, da haben wir ein totales Erliegen vom Stuhltransport. Ursachen sind vielfältig, zu wenig Ballaststoff im Körper gegessen, Medikamente genommen, die das ausführen, kann auch neurogene Ursachen haben oder hormonelle oder direkt im Gastrointestinaltrakt. Auch hier gilt wieder bei Laxantien, First Line, nicht medikamentöse Therapie, irgendwas anderes versuchen. Ja? Erst wenn das nichts bringt, setzen wir zum Beispiel, und ich finde das eigentlich irgendwie eine witzige Idee, das Mittel einfach ein, die einfach aufquellen. Ja, wie so ein Schwamm oder wie so irgendwas, was groß wird, so ein Absorber. Zum Beispiel Leinsamen, Weizenkleie oder Flohsamen. Und was machen die? Die werden jetzt im Darm groß und dadurch reizen sie die Darmwand und dadurch wird quasi die Darmmotorik stimuliert. Dann kann man einfach, damit es besser flutscht, irgendein Gleitmittel in den Gastrointestinaltrakt geben, das ist Paraffinöl zum Beispiel. Dann haben wir wirklich so einen Schmiereffekt. Ja? Der Stuhl wird gleitfähiger und auch das wirkt quasi laxierend. Dann gibt es auch die Möglichkeit, auch osmotisch wirksam, quasi, dass wir Wasser ziehen und Laxantien, quasi, also diese Laxantien dafür sorgen, dass dann auch die Kinetik angeregt wird, dass eben Zellulose, Mannitol und Lactulose, wie die funktionieren, kann man sich wunderschön an der Laktosetoleranz erklären. Weil die Laktulose ist nichts anderes wie eine gewollte Laktoseintoleranz. Wir sehen hier links die Laktose dargestellt. Die besteht aus Galaktose und Glucose. Und was passiert normalerweise? An den Enterozyten sitzen die Enzyme, die die Disaccharide, das ist ein Disaccharid, besteht aus 2 Zuckern, spalten. Und es entsteht dann Galaktose und Glucose und die können ohne Probleme aufgenommen werden, diese Monozucker. Eben über den Natrium-Glucose-Symporter, SLGT. Oder eben über den Fructosetransporter GLUT5. Das sind eben für zum Beispiel diese Transporter, die wir haben. Was passiert jetzt, wenn unsere, bei der Laktoseintoleranz ist ja das Laktaseenzym nicht ganz funktionsfähig oder sogar ausgefallen? Das heißt, es funktioniert nicht richtig. Wir haben folgenden Effekt, wir schaffen es nicht, unsere Zucker zu spalten und deswegen auch nicht, die aufzunehmen. Das heißt, die bleiben, die sammeln sich an im Dickdarm, und sind auch grundsätzlich mal osmotisch wirksam, ja? Weil wir haben ja da quasi eine Konzentration, die auch Wasser zieht. Ja? Und was passiert vor allem im Dickdarm? Da sind noch Bakterien, die das Ganze noch umbauen und fermentieren, verdauen. Und dann entstehen Gase und eben auch Osmose. Ja? Das will ja auch quasi Wasser ziehen. Ja? Das ist ja quasi, kann nicht resorbiert werden, ist auf dieser Seite ein Konzentrationsgradient, der entsteht. Und was passiert also bei Leuten mit Laktoseintoleranz 16 Minuten nach dem Essen? Ja, die bekommen Durchfall wegen der Osmose und die bekommen Blähung wegen der Gase. Was ist jetzt Lactulose? Das ist Galactose und Fructose. Und jetzt Lactulose, wir sind ja keine Lactulolase. Da weiß der Körper, der Dünndarm gar nicht, hey, was soll ich damit machen? Kann da gar nicht zerschneiden. Und wiederum gilt das Gleiche. Die Lactulose ist osmotisch schon mal selber wirksam. Sie wird fermentiert von den Bakterien. Wieder entstehen Gase und Osmose. Wieder haben wir die gleichen Nebenwirkungen, also was ist Nebenwirkungen, die gleichen Probleme, die Leute auch mit Laktoseintoleranz berichten. Nur diesmal der Durchfall, der gerade schlimm war, ist jetzt toll, weil das nennen wir jetzt abführende Wirkung. Und so wirken die eben als Laxanz. Dann gibt es noch antiresorptiv und segregatorisch wirkende Laxantien. Das ist zum Beispiel das Rizinusöl, ist relativ bekannt. Und das finde ich irgendwie ein rabiater Wirkmechanismus, aber es scheint anscheinend zu wirken. Das schädigt einfach das Darmepithel, und zwar unspezifisch. Und dadurch ist das Darmepithel geschädigt und kann nicht so gut das Wasser rückresorbieren. Das heißt, mehr Wasser bleibt im Darmlumen und es wirkt darüber laxierend. Und es sorgt auch dadurch, dass wir quasi eine Schädigung haben, zu einer Prostaglandinfreisetzung. Und auch die führt zu einer höheren Chloridsekretion und das führt zu mehr Wasser. Dann haben wir noch Laxantien mit spezifischen Angriffspunkten, zum Beispiel, also die haben wir gerade schon kennengelernt, das Prucalopril und das Linaclotid, das wirkt an die Guanylatcyclase agonistisch und das CGMP, wenn das steigt, wird auch die
die Sekretion vom Chlorid gesteigert. Was man immer bei allen Laxantien im Hinterkopf haben sollte, ist dieser Teufelskreislauf, denn man kann sich vorstellen, dass, wir haben schon gesagt, bei der Diarrhoe hat man wenig Kalium und wenig, also man verliert Elektrolyte. Und auch hier passiert jetzt das Gleiche, wir haben Kaliumverluste und Natriumverluste. Und wenn man die Laxantien gibt, ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass sowieso schon zu wenig Natrium und Kalium im System war. Und wenn man jetzt noch zusätzliche Laxantien gibt, wird dieser Effekt noch verstärkt, weil wir jetzt wieder Wasser- und Natriumverluste haben, das Aldosteron geht hoch, wir haben wieder Kaliumverluste. Wenig Kalium heißt, unser Darmtätigkeit wird noch schlechter. Und das führt wiederum zur Obstruktion. Wir müssen wieder noch mehr Laxantien geben. Das führt wieder zu Kaliumverlusten, noch weniger Darmtätigkeit. Wir gewöhnen uns sogar noch im schlimmsten Fall dran. Auch das macht die Darmtätigkeit runter. Und deswegen Laxantientherapie immer nur so kurz wie möglich. Wirklich nur, wenn es gerade akut initiiert ist. Das ist nichts Langfristiges. Wir kommen zum nächsten großen Thema. Die CEDs, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das kommt alles in den späteren Blöcken noch ausführlicher. Aber kurz, damit man einen Überblick hat, was der Unterschied zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa steckt schon Colitis im Namen. Das geht relativ beim Colon los und ist quasi in einem Gebiet. Also das ist quasi kontinuierlich. Ja? Der Morbus Crohn dagegen, der ist wirklich segmental. Und zwar in der Mundhöhle kann das losgehen, bis zum Anus möglich, dass so Segmente befallen sind. Und der Unterschied, wenn man sich die Ulzeras anguckt, ist, dass die bei Morbus Crohn relativ tief sind, das ist meistens die ganze Darmwand betroffen, und bei der Colitis ulcerosa ist es tendenziell eher oberflächlich. Colitis ulcerosa ist übrigens das einzige Krankheitsbild, das kenne ich zumindest, gibt vielleicht auch noch mehr, wo man den Leuten sagen soll, wenn sie Raucher sind, dann sollen sie bitte nicht aufhören zu rauchen. Weil es sich gezeigt hat, wenn die Raucher aufhören zu rauchen, dann wird das alles viel, viel schlimmer. Also das einzige Mal, wenn die Patienten sagen dürfen, bitte bleibt eine Zigarette, wenn quasi die an Colitis ulcerosa leiden. Und was für Pharmakotherapiemöglichkeiten gibt es? Es gibt viele verschiedene, weil es sind beides Autoimmunerkrankungen. Grundsätzlich ist die Idee, das Immunsystem runterzufahren. Und Immunsystem runterfahren können wir über Glukokortikoide, Immunsuppressiva, Immunmodulatoren. Aber im Rahmen von Block 9 soll es eben vor allem um die Aminosalicylate gehen. Die schauen wir uns jetzt an. Das ist eben das Mesalazin, auch 5-ASA genannt, das Sulfalazin und das Olsalazin. Und die haben eben antiinflammatorische Effekte. Man weiß nicht genau warum. PPAR-Gamma ist im Verdacht. Und das auf jeden Fall ist klar, dass das proinflammatorische Gene inhibiert. Und der aktive Wirkstoff ist eben dieses 5-ASA, die 5-Aminosalicylsäure, auch Mesalazin genannt. Jetzt schauen wir uns die verschiedenen Wirkstoffe an und die Kinetik. Das Sulfasalazin ist eine Prodrug. Und zwar ist die Idee dahinter, man hat das Mesalazin mit einem Sulfonamid gekoppelt. Und erst im Dickdarm kommt es dazu, dass diese beiden Bestandteile voneinander abgespalten werden. Da entsteht dann, dass der aktive Wirkstoff, das 5-ASA, und eben das Sulfonamid, mit dem das gekoppelt war, damit es vorher nicht wirksam ist. Dieses Sulfonamid hat keine therapeutische Bedeutung. Ist nur dafür da, dass es nicht früher resorbiert wird. Das Mesalazin, das Mesosalazin wird vor allem im Dünndarm resorbiert. Deswegen gibt man es in der Regel in retardierter Galenik. Ja? Der ist quasi so gewählt, dass quasi nur bei einem pH-Wert von 6 oder 7 sich auflöst und dann wirkt es dort, wo es wirken soll. Selber würde er schon viel früher resorbiert werden. Und das Olsalazin, das sind quasi zwei Mesalazin zusammen. Und das ist auch wieder schön, die werden erst im Kolon aufgespalten und dann hat man quasi den aktiven Metabolit dort, wo man es haben will. Jetzt schauen wir uns das an, wo wirkt denn welcher Stoff? Und wir sehen, das, was wir gerade gesagt haben, das Sulfasalazin, das wird hier unten gespalten. Auch das Ulsalazin wird das hier gespalten. Das Mesalazin schon hier. Und das mit der retardierten Galenik, je nach Galenik kann es überall rein. Jetzt ist eine Frage, die ich mir mal gestellt habe. Ja, Salazin, das ist ja eine Salicylsäure. Warum wird denn das nicht im Magen resorbiert? Weil bei ASS ist ja das Iron Trapping ganz, ganz wichtig. Warum haben wir diesen Effekt denn jetzt hier nicht?
Und die 5 Aminosalicylsäure, die sieht eben so aus und das ASS so. Der Unterschied ist eben, das hier ist ein Zwitterion, das hat sowohl eine Basengruppe als auch eine Säuregruppe und die ASS hat nur eine Säuregruppe. Und jetzt können wir uns wieder durchdenken, wir sind im Magen, da ist sauer. Hier nehmen wir das H-Plus auf an unserer Basengruppe. Die Säuregruppe will nichts abgeben. Das heißt, wir sind ja positiv geladen, aber das ASS, das behält sein H und ist quasi nicht geladen. Das heißt, das kann leicht durch die Membran durchdiffundieren, aber unser 5-Aminosalicylsäure, die bleibt hier drin und geht eben dann tiefer. Jetzt schauen wir uns nochmal an, genauer die Aminosalicylate. Von der Kinetik her eben ist wichtig, dass sie in der Leber acetyliert werden und renal ausgeschieden werden. Nebenwirkungen, das nehmen wir uns dafür in Kauf beim Sulfalazin, dafür, dass wir es mit dem Sulfonamid gekoppelt haben, haben wir jetzt eben auch die ganzen typischen Nebenwirkungen von Sulfonamiden, eben Fieber und allergische Reaktionen. Es kann sich auch ein Stevens-Johnson-Syndrom entwickeln und Agonazitose und Pankreatitis. Bei der Anwendung ist wichtig zu sagen, bei der Colitis ulcerosa ist die Wirkung gut belegt. Deswegen sind auch gerade die ganzen Pharmaka, die ich euch gezeigt habe, habe ich immer darauf hingewiesen, wie schaffen sie es denn bis zum Kolon. Bei der Colitis ulcerosa geht ja meistens dort los. Bei Morbus Crohn ist die Wirksamkeit bisher weniger klar und nicht wirklich belegt. Und Anwendung ist auch eventuell bei rheumatoider Arthritis. Jetzt kommen wir zum vorletzten großen Themenbereich, weil das ist relativ klein. Ich will kurz über das Eisen sprechen. Was haben wir denn für einen Eisenpool im Menschen? Wir haben zum einen das Hämoglobin, das Funktionseisen, das Ferritin und das Transferin. Ja? Und das Hämoglobin, ja, ist neben dem Transferin auch der größte Player hier, ist eben dafür da, unseren Sauerstoff zu transportieren. Aber auch in den ganzen Enzymen, Zytochrom C und in den ZYPs, haben wir Eisen. Wie groß ist unser Tagesbedarf? Ja, in der Regel so 1 Milligramm. Natürlich gibt es Phasen im Leben, wo wir erhöhten Bedarf haben, Pubertät, während man menstruiert oder auch während man schwanger ist. Wie wird jetzt das Eisen aufgenommen? Und hier ist ein Magen gezeigt. Wir haben gesagt, hier ist viel H+ unterwegs. Und jetzt isst man was, zum Beispiel einen Käsekreiner. Und durch diese H+-Ionen wird Eisen frei und bei fleischhaltigem Essen auch Hämeisen, ja? Fe3+ und Hämeisen. Das ist quasi die Vorbereitung für die Eisenaufnahme. Und die wirkliche Eisenaufnahme findet dann im oberen Dünndarm statt. Und zwar gibt es dort diese DCM1-Transporter, divalenter Kationentransporter heißt der. Und der kann aber allerdings nur zweiwertiges Eisen aufnehmen. Gespalten in der Nahrung ist als dreiwertiges Eisen. Wir brauchen das als zweiwertiges Eisen. Und das macht die Ferrireduktase. Und warum heißt die Reduktase? Also kann man sich ja ganz leicht merken, deswegen, das heißt, kommt von Ferrum, Eisen. Und Reduktase, das reduziert das Eisen. Das macht aus dreiwertigem zweiwertiges Eisen. Damit der Transporter das Eisen reinbekommt, braucht er den Protonengradient. Und jetzt wird auch sofort klar, warum nur im oberen Dünndarm Eisen aufgenommen wird, weil hier haben wir noch hohe H+-Werte. Umso weiter wir im Dünndarm runtergehen, umso weniger haben wir H+-Ionen, der pH-Wert steigt und umso schlechter funktioniert diese Aufnahme. Deswegen sind wir im oberen Dünndarm. Wir haben es jetzt also geschafft, hier ist das intestinale Lumen gezeigt, hier die apikale Membran vom Enterozyten, hier die basolaterale Membran, hier das Blutplasma. Wir haben es also geschafft, unser Eisen erst von dreiwertigem zu zweiwertigem zu machen und es dann über den Transporter mit Hilfe des Protonengradientens in unseren Enterozyten aufzunehmen. Und die Miranda hat sicher bei den Vergiftungen schon gesagt, über diesen Transporter wird nicht nur Eisen aufgenommen, sondern eben auch Blei und Cadmium, die schädlichen Schwermetalle. Und das erklärt, warum bei Kindern eine Bleiintoxikation, also bei der gleichen Menge Blei ein Kind höhere Bleispiegel aufnimmt als ich zum Beispiel, weil Kinder diesen Transporter besonders stark exprimiert haben, weil die müssen auch noch wachsen, die müssen noch viel Eisen aufnehmen und eben auch das ganze Blei darüber reingeht. Erwachsene haben weniger von diesem Transporter. Jetzt hat es Eisen in unseren Enterozyt geschafft und kann dann entweder gespeichert werden als Ferritin oder über einen weiteren Transporter, das Ferroportin, wieder ins Blutplasma abgegeben werden. Es gibt noch ein weiteres Eisen, das habe ich vorhin kurz angerissen. Das ist das Hämeisen, das vor allem in fleischhaltiger Nahrung.
Und das kann direkt über den HPC1-Rezeptor in die Zelle aufgenommen werden und dann über die Hemoxygenase auch zu zweiwertigem Eisen verändert werden. Und eben in, quasi in pflanzlicher Nahrung ist dieses Hem ganz, ganz wenig drin. Und deswegen ist oft so, dass wenn sich jemand rein vegetarisch ernährt, er eher darauf achten muss, ob er eine Eisenmangelanämie entwickelt, weil dieses Hemeisen nicht so viel da ist. Das Ferroportin, das kann jetzt wieder das Eisen abgeben, haben wir gesagt, und das bindet es an das Transferin. Und also eigentlich das Apotransferin ist Transferin ohne Eisen, und wenn es jetzt das Eisen aufnimmt, wird es zu Transferin mit Eisen gebunden. Und auch wieder hier geht es nur, der Transport geht nur mit dreiwertigem Eisen, deswegen müssen wir jetzt wieder oxidieren, und das macht das Hefestin, damit es quasi wieder im Blutplasma unterwegs ist. Hier nochmal zusammengefasst, der Eisentransport erfolgt über Transferin und die Eisenaufnahme in die Zelle erfolgt über Transferinrezeptoren. Und als Eisenspeicher haben wir das Ferritin. Also hierüber kann quasi im Blutplasma wieder das Eisen zurück in den ganzen anderen Zellen. Und immer dran denken, transportiert immer dreiwertig und in der Zelle immer zweiwertig. Jetzt müssen wir uns überlegen, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, wie das Eisen aufgenommen wird. Und jetzt ist wichtig, sich zu merken, wir haben deswegen so lange darüber geredet, weil man quasi am Eisen nur an der Aufnahme rumspielen kann. Es gibt quasi keinen wirklichen Ausscheidungsmechanismus für Eisen. Das ist auch relativ logisch. Evolutionär macht das Sinn. Eisen ist absolute Mangelware. Warum soll ich das abgeben, wenn ich es mir so mühsam gesammelt habe? Und jetzt ist wichtig, deswegen schauen wir uns auch quasi diese Aufnahme so gut an, wie ist das reguliert. Wir schauen uns zwei verschiedene Personen an, die eigentlich genetisch gleich sind. Und der eine ist quasi gerade gesund und der eine hat eine deutlich ausgeprägte Eisenmangelanämie. Und der Körper ist jetzt quasi so schlau, hier die Eisenresorption hochzufahren. Ja, gebe ich beiden 10 Milligramm Eisen in den Mund, resorbiert der eine ca. 10%, also 1 Milligramm Tagesdosis, und der andere 5 Milligramm. Weil hier der Körper so darauf eingestellt wurde, dass das Eisen fehlt, und da hat er es dann rumreguliert. Und wie funktioniert diese Regulation? Wie kann ich die Eisenresorption an meinen Eisenbedarf anpassen? Wie macht das der Körper? Über zwei verschiedene Mechanismen, zum einen über die Kryptenprogrammierung und zum anderen über das Hepzidin. Wie funktioniert die Kryptenprogrammierung? Das dauert einige Tage, ist relativ langsam. Aber haben wir viel Eisen im Körper, dann haben wir auch viel gesättigtes, zirkulierendes Transferin. Und wir haben gesagt, die Zelle nimmt über den Transferinrezeptor das Eisen dann auf. Und wenn jetzt die Zelle hohes intrazelluläres Eisen misst, dann hört sie auf, hier im oberen Duodenum den DCT1-Rezeptor zu bilden. Sie hört auf, den Transferin-Rezeptor zu bilden, mit dem sie das Eisen aufnehmen würde. Und sie hört auch auf, den Ferroportin-Rezeptor zu bilden. Und sie stellt vermehrt Ferritin zum Speichern her. Und wie funktioniert das? Quasi auf genetischer Ebene. Das ist eine kleine Wiederholung, ich glaube von Block 4. Bin mir gerade nicht sicher, welcher Block. Hier sehen wir das Ferritin, wie es hergestellt wird. Und hier sehen wir den Rezeptor, den Transferinrezeptor. Und wir sehen, hier haben wir diese Loops. Ja? Und hier bedeutet dieser Loop ist quasi eine Erkennungsstelle dafür, dass Enzym, also diese mRNA abgebaut wird. Und hier ist dieser Loop einfach mal grundsätzlich da. Und ab hier wird jetzt abgeschrieben. Und wir schauen uns an, es gibt Proteine, die sehen aus wie Kappen. Und diese Kappen können immer auf diese Loops drauf. Zum Beispiel so. Und jetzt schauen wir uns den ersten Fall an. Haben wir viel Eisen in der Zelle, dann binden diese Eisenmoleküle diese Kappen und die Kappen können nicht auf diese Loops drauf. Das heißt, hier diese mRNA ist frei. Was hat das für einen Effekt? Hier kann gut transportiert werden, es wird viel Ferritin frei. Das hier soll abgelesen werden, das passt. Und was haben wir hier für einen Effekt? Das wird zwar abgelesen, aber danach wieder abgebaut. Ja, das heißt, wir haben keine Produktion, wir haben einen raschen Abbau. Und wir haben wenig von diesem Rezeptor, vom Transferinrezeptor. Haben wir wenig Eisen in der Zelle, sind diese Kappen frei, sie setzen sich drauf. Und hier sorgt es dafür, dass jetzt die Translation geblockt ist. Das Enzym kann ja nicht rüber, quasi kann nicht den Bereich ablesen, den soll. Wir haben wenig Ferritinproduktion. Und hier können die Kappen drauf und es wird verhindert, dass das abgebaut wird. Die mRNA wird geschützt, es kann abgelesen, also die Translation kann stattfinden und wir können viel Transferinrezeptor bilden. Der zweite Mechanismus war das Hepzidin.
Der wird eben in der Leber, wird dieser Stoff synthetisiert, wenn genügend Eisen vorhanden ist. Und da muss man ein bisschen immer aufpassen. Die Synthese ist auch gesteigert durch das Interleukin 6. Das heißt, Hepzidin kann künstlich auch erhöht sein, quasi wenn wir Entzündungen oder Tumore im Körper haben. Und was für einen Effekt hat das Hepzidin? Es bindet an das Ferroportin. Und das führt dann eben dazu, dass dieses Ferroportin interkanalisiert wird. Dieser Hepzidin-Ferroportin-Komplex geht in die Zelle und wird lysosomal abgebaut. Das hat zwei Folgen. Weniger Eisen kann aus der Zelle, aus der Nahrung aufgenommen werden und weniger Eisen kann auch aus den Speichern abgegeben werden. Genau die Effekte, wie man gesagt, das Hepzidin regelt das. Eisenvergiftung, sehr wichtig sich zu merken, hat wirklich, wirklich schlimme Folgen, wie ich finde. Ja? Hier geht es los mit Verätzung im Darm, Gerinnungsstörungen, Leber-Nierenversagen und Vernarbung des GI-Trakts, falls sie das überleben. Ja, und deswegen ist wichtig, da gleich einzugreifen. Ach, Vergiftung hat ihr schon bei der Miranda. Falls der Zustand zulässt, sollte man einen Brechreflex auslösen. Wir sollten symptomatisch therapieren. Und in der resorptierenden Phase ist auch noch möglich, Desferoxamin zu geben. Von zu viel Eisen kommen wir jetzt zu wenig Eisen. Zur Eisenmangelanämie. Da gibt es verschiedene Gründe, warum wir eine Eisenmangelanämie entwickeln können. Zum einen, wir stellen uns vor, wir haben einfach eine chronische Blutung, zum Beispiel durch einen Ulkus oder eine Gastritis, oder wir haben zu viel NSAA genommen, die dann eben zum Ulkus zum Beispiel führt. Wir könnten einfach einen erhöhten Bedarf haben durch die Schwangerschaft, oder Tumor braucht auch viel Eisen, der frisst sich mit dem ganzen Eisen aus unserem Körper voll. Oder wir haben einfach eine Mangelernährung, ist ja auch möglich. Vorhin gesagt, das Hemeisen ist also angenommen, wir essen jetzt die gleiche Menge Fleisch, jetzt, die uns immer gereicht hat, plötzlich als gleiche Menge pflanzlich. Dann ist es möglich, dass wir plötzlich zu wenig Eisen im Körper haben. Wir können Malabsorptionen haben, zum Beispiel Zöliakie. Oder auch interessant, logisch, wir haben gesagt, dieser Transporter braucht H+ als Co-Transporter, also als den Gradient braucht es, damit das Eisen in die Zelle kommt. Haben wir jetzt zu wenig Salzsäure, auch dann nehmen wir weniger Eisen auf. Das hier ist die Erythropoese. Und ich zeige sie einfach nur, damit man sieht, wo überall quasi das Eisen gebraucht wird. Ja? Und es führt eben dazu, wenn wir eine Eisenmangelanämie haben, dass wir eine mikrozytäre, hypochrome Anämie entwickeln. Ist die Anämie nicht mikrozytär oder hypochrom, ist es keine Eisenmangelanämie. Geht gar nicht. Wenn es aber mikrozytär und hypochrom ist, müssen wir erstmal checken, ob es wirklich eine ist. Was für Befunde erwarten wir uns? Hypochrom. Und also ist klar, das MCV geht runter und das MCH geht runter. Und eben auch wichtig, der sensitivste Parameter, soll man sich merken, ist das Ferritin. Daran sieht man am besten, ob es jetzt wirklich eine Eisenmangelanämie ist. Und die Transferinsättigung ist meistens auch unter 10%. Und weil das so sensitiv ist, wird oft quasi dadurch diagnostisch entschieden, ob eine Eisenmangelanämie vorliegt. Wenn eben das Plasmaferritin so tief ist, haben wir eine Eisenmangelanämie. Und wenn es auch drüber ist, haben wir einen latenten Eisenmangel. Man soll sich immer aber auch merken beim Ferritin, das ist auch ein akute Phase-Protein. Ja? Und deswegen immer auch noch checken, mit dem CRP ja, haben wir jetzt für irgendwie eine akute Phase-Situation, weil ohne gesicherte Diagnose sollte man nie eine Eisenmangelanämie einfach mal mit Eisen therapieren, also weil es ist vielleicht gar keine. Und schlimmster Fall, das ist irgendwie ein Tumor, der mega viel Eisen braucht und wir schütten dazu mega Eisen drüber, wächst sehr viel stärker. Also immer gucken, woher, also warum ist das so? Oder haben wir gerade eine Entzündung? Ist es wirklich eine Eisenmangelanämie? Das soll man immer checken. Nur bei gesicherter Eisenmangelanämie auch mit Eisen behandeln. Wie therapieren wir? Da gibt es diese Formel und für uns ist die Formel relevant. Es gibt auch in anderen Lehrbüchern andere Formeln. Aber für unsere Seminare ist die wichtig. Ja, und da soll man aufpassen, ich habe es in blau hingeschrieben, in dieser Formel, obwohl jetzt das Eisen fehlt, geht es um Hämoglobin. Ja? Also wir haben Hämoglobin soll minus Hämoglobin, was der Patient gerade hat, durch 4 ist unser Eisenfehlbestand, der uns fehlt. Und hier habe ich Sollwerte mal hingeschrieben. Je nach Lehrbuch, je nach Literatur gibt es auch da andere Werte. Mit denen fährt man sicher nicht schlecht, wenn man die kann. Ja? Also 16 für Männer, die brauchen ein bisschen mehr und Frauen haben 14 Gramm pro Deziliter. Schritt 1 ist also, wir bestimmen uns den Eisenfehlbestand. Schritt Nummer 2, wir bestimmen uns unsere zuzuführende Menge. Man geht davon aus, wie wir vorhin gesagt, ein Gesunder hat so 10% Eisenresorption, ein komplett Eisenmangelanämie-Kranker 50%. Man hat sich so auf 30% geeinigt, Resorption. Und man sagt deswegen, aha, wir nehmen ungefähr nur ein Drittel auf,
Also nehmen wir dreimal so viel, wie der Eisenfehlbestand aussagt, Menge zu uns. Und das Dritte ist, wir teilen das in Dosen auf. Und zwar hat sich gezeigt, dass man es in täglichen Dosen von 100 bis 200 Milligramm geben sollte. Über 200 ist schon wieder schlecht und führt zu starken Unverträglichkeiten. Und eben in zweiwertiger Form gibt man das. Darauf hat man sich eben, es hat sich gezeigt, dass man das so geben soll. Und als Viertes, was wir machen, ist, wir machen nach 5 bis 7 Tagen, messen wir unsere Retikulozyten, um zu schauen, ob das anschlägt, was wir tun. Wie sieht jetzt die Therapie von Eisensalzen aus? Hier ist eigentlich die Take-Home-Message. Orale Zufuhr ist das Mittel der Wahl. Weil die orale Zufuhr, ja, die kann zwar Sodbrennen, Übelkeit, Magenschmerzen machen, da können wir zum Beispiel dann die Dosen aufteilen und verschiedene Sachen machen. Aber es ist nicht so gefährlich wie eine IV-Gabe, weil eine IV-Gabe ist extrem, extrem gefährlich. Da kann es bis zum Schock kommen, Leber, Nierenversagen. Also es ist viel, viel besser, es immer oral zu geben. Und was wir uns auch merken, da kann der Patient beunruhigt sein, weil er liest dann, oh Gott, schwarzer Stuhl, habe ich vielleicht irgendwie ja, ein Kolonkarzinom. Das ist komplett normal, dass eben der Stuhl sich schwarz färben kann durch die Eisenzugabe. Man kann sich merken, dass auf nüchternem Magen, ist ja auch logisch, weil wir haben ja noch quasi unsere H+ nicht weggepuffert, resorbieren wir das Eisen besser, die Eisensalze besser, aber es tut auch leider mehr weh. Deswegen muss man ja irgendwie einen Mittelweg finden, weil die Eisenmangeltherapie geht ja über längere Zeit. Deswegen muss man immer schauen, dass die Patienten noch compliant bleiben. Verschreibe ich den Eisen auf nüchternen Magen und es tut dreimal in Folge am Tag weh, dann sagt der Patient, das mache ich nicht mehr mit. Deswegen immer mit dem Patienten irgendwie einen schönen Mittelweg finden. Vielleicht einigt man sich darauf, mehrmals am Tag die Dosen aufzuteilen und dann doch zu den Mahlzeiten zu nehmen. Dann nehmen wir zwar ein bisschen schlechtere Rezeption in Kauf, aber macht weniger Schmerzen. Und eben nochmal als Take-Home-Message, IV-Gabe extrem gefährlich. Das soll man eigentlich, wenn man es nicht muss, nie machen. Jetzt wollen wir ein Beispiel durchrechnen. Eine Frau mit gesicherter Eisenmangelanämie-Diagnose. Und wir wollen jetzt dazu auch ein Rezept ausstellen. Die hat ein Hämoglobin von 10 Gramm pro Deziliter und ein Serumeisen von 20 Mikrogramm pro Deziliter. Und der Sollwert vom Serumeisen ist 40 bis 150 Mikrogramm pro Deziliter. Und da ist eben eine kleine Falle eingebaut. Immer dran denken, die Formel, da geht es überhaupt nicht um das Eisen. Das habe ich nur zum Verwirren hingeschrieben. Ums Hämoglobin, da spielt die Musik. Und wir merken uns, Frauen haben einen Sollwert von 14 Gramm pro Deziliter. Also unsere Formel 14 minus 10 durch 4 gibt 4 durch 4. Also ist unser Fehlbestand, dieser Frau fehlt insgesamt 1 Gramm Eisen. Wir haben uns allerdings gemerkt, nur ein Drittel davon wird aufgenommen. Also ist unsere zuzuführende Menge mal 3. Wir geben also 3 Gramm Eisen. Und jetzt teilen wir das noch in Dosen auf. Und wir haben gesagt, wir wollen es verschreiben irgendwo in dem Spannraum zwischen 100 Milligramm und 200 Milligramm. Und wir wollen es als zweiwertiges Eisen geben. Und das wollen wir jetzt auf ein Spezialitätenrezept auftragen. Und jetzt schauen wir uns an, wie ist ein Spezialitätenrezept denn aufgebaut. Und das ist wirklich wichtig. Das sind die Unterteile, die sollte man auswendig können. Die sind wirklich nicht schwer. Und aber man tut sich halt schwer, wenn man die Bereiche nicht kennt. Da gibt es dann doch mal gerne Ersatzleistungen. Wie ist es aufgebaut? Wir haben eine Inskriptio. Das ist wie beim Studium, man schreibt sich ein, man inskripiert sich, dann schreibt man seinen Namen drauf, die Adresse, Telefonnummer und ganz, ganz wichtig, das Datum gehört drauf. Dann haben wir die Invocatio, das ist quasi die Einladung an den Apotheker, man schreibt RP hin, Rezipe nimm. Also das ist quasi die Begrüßung an den Apotheker. Dann haben wir die Ordinatio, da beschreibt man, um welche Arzneispezialität es geht auf dem Rezept. Dann die Subscriptio, da beschreiben wir die Packungsanzahl und Packungsgröße. Die Signatura, nicht die Unterschrift, wirklich, das habe ich ganz oft gehört und das gab aber wirklich Nachleistung. Signatura ist nicht Signature-Unterschrift, sondern die beschreibt die Gebrauchsanweisung für den Patienten. Da ist wichtig, dass wir das in Landessprache vom Patienten machen. Wenn der Patient kein Deutsch kann, bringt es nichts, das auf Deutsch hinzuschreiben und das muss verständlich sein. Nichts Hochmedizinisches, sondern das muss der Patient verstehen. Und auch wichtig, verschreiben wir jetzt irgendein Schmerzmittel und sagen, ja, bitte nimm das nach Bedarf ein, lieber Patient. Dann ist wichtig, ihm auch drauf zu schreiben, in dem Fall, was denn die Maximaldosis. Ja, nie mehr wie 5 Tabletten oder so. Weil sonst kann er sich ja überdosieren, er weiß ja gar nicht Bescheid. Dann gehört der Name des Patienten drauf. Und ganz am Schluss eine Unterschrift. In der Regel besteht die aus Stempel und Paraffe.
Hier nochmal in Rot und ich würde vor jedem Seminar mir kurz dieses Bild nochmal 2 Sekunden anschauen, weil man sieht wirklich das Leben leicht. Wie funktioniert das? Wir vergessen bei den Skripts so bitte, bitte, bitte nicht das Datum. Das ist der absolute Klassiker. Dann schalten wir das Gehirn komplett aus, weil es ist immer genau gleich. Wir schreiben RP-Punkt hin und schreiben einfach nur aus dem Kodex den fettgedruckten Begriff hin. Da muss man hier einfach, wenn man da denkt, macht man einen Fehler. Einfach Gehirn aus und es machen. Dann die Subscriptio, da schreiben wir hin, wie viele Originalpackungen, A, wie viele Tabletten. Steht 1 zu 1, also kann man aus dem Kodex sich besorgen, Informationen. Und jetzt wichtig, die Signatura, die beginnt mit S-Punkt. Und das ist eben nicht die Unterschrift. Jetzt wollen wir ein Rezept machen. Wir haben jetzt quasi schon angefangen, oben mit der Inskription. Und eben da haben wir aufs Datum geachtet. Und jetzt, wie läuft das? Die Auswahlkodizes, die gibt es im Seminar, die sind da. Eigentlich auch in jeder Stunde bei uns zumindest waren die immer da. Und wo beginnt man? Also das wurden wir auch gefragt. Wo schauen Sie denn jetzt zuerst rein? Und dann sagt man, zuerst kommt man in die Wirkstoffliste. Vielleicht reicht es auch mit viel Glück zu sagen, in den pinken Bereich. Also der ist pink. Wir machen die Wirkstoffliste auf und es sieht dann so aus, hier links dargestellt und jetzt mal rangezoomt. Und jetzt können wir uns darauf einigen, was wir denn, also sehen wir hier die verschiedenen Arzneimittelspezialitäten und links daneben haben wir voll ausgemalte Kreise und hier haben wir quasi nicht ausgemalte Kreise. Und was ist der Unterschied? Die leeren Kreise, das sind Humanmonopräparate, das heißt, sie erhalten nur einen Wirkstoff. Und die ausgefüllten Kreise sind Kombinationspräparate, die haben mehrere Wirkstoffe. Ja, zum Beispiel vielleicht irgendein Schmerzmittel und Koffein, damit es schneller wirkt oder was auch immer. Und wenn ihr irgendwann mal im Kodex, also so Vierecke seht, dann seid ihr in der Tiermedizin. Und das dann bitte nicht verschreiben. Gut. Was für weitere Teile der Kodex noch? Wir haben hinten Indikationsverzeichnis und vorne die Schnellinformationen. Und das nächste, was wir nach der Wirkstoffliste machen, ist in die Schnellinformationen schauen. Und wir haben uns jetzt entschieden für das Präparat Ferrogradomet, 105 Filmtabletten. Und was bedeutet jetzt dieses RP, das wir da sehen? Das RP bedeutet, es ist rezeptpflichtig, aber eine wiederholte Abgabe ist erlaubt. Was könnte da noch stehen? Da könnte RPF stehen, dann wäre das Rezept frei. NR, dann wäre es rezeptpflichtig, aber die wiederholte Abgabe ist verboten. Oder es könnte auch Suchtgiftverordnung sein, dann würde SG, S1 oder S5 da stehen. Kommen wir später noch näher drauf. Wir erinnern uns an unsere Patientin. Und der Eisenfehlbestand war 3 Gramm. Und wir haben gesagt, in dem Bereich wollen wir uns bewegen. Und wir sehen jetzt, aha, super, eine Tablette, die hat ja 105 Milligramm, in dem Bereich sind wir. Ist ja auch kein Zufall, ja. Natürlich stellen sich die Hersteller so her, wie man es einsetzen soll. 2 Tabletten am Tag wäre natürlich nicht gut, weil das wäre jetzt schon zu viel, deswegen geben wir eine Tablette. Und jetzt rechnen wir aus, wie viele Tage die Patientin das nehmen muss. 3000 Milligramm fehlen, wir geben ihr 105 Milligramm pro Tag. Wir brauchen also 28,6 Tage. Und damit es einfach wird, sagen wir, naja, machen wir 30 Tage, weil wir sehen auch, Packungsgröße, da sind 30 Stück drin. Das ist ja super, können wir der Patientin sagen, nehmen Sie die ganze Packung und wenn sie fertig ist, ist die Sache erledigt. Wir schauen uns also an, unser Rezept geht weiter. Wir haben 1 zu 1 das im Kodex abgeschrieben und gesagt, eine Originalpackung, 30 Stück. Und ihr gesagt, bitte eine am Morgen nehmen. Was fehlt jetzt noch? Name der Patientin und Unterschrift. Wie heißen jetzt die einzelnen Teile? Nochmal zusammengefasst. Das hier oben war die Inskriptio. Wir haben uns quasi wie beim Uni-Einschreiben eingeschrieben, unseren Namen hinterlassen, Telefonnummer, Adresse und ganz, ganz, ganz wichtig, wir haben das Datum draufgeschrieben. Das Datum ist eben wichtig, weil es natürlich auch über die Gültigkeitsdauer vom Rezept was aussagt. Deswegen muss das Datum unbedingt drauf. Dann haben wir den Apotheker eingeladen, das zu lesen über Rezipe, RP-Punkt. Dann haben wir die Ordinatio, also bei diesem Bereich haben wir das Gehirn ausgeschaltet, wir haben einfach RP-Punkt hingeschrieben und 1 zu 1 abgeschrieben, was dick im Kodex stand. Dann haben wir die Subscriptio, eine Originalpackung mal 30 Stück. Signatura, die immer mit S-Punkt anfängt und das versteht man, einer morgen, keine mittags, keine abends. Wir haben den Namen des Patienten draufgeschrieben und wir haben unterschrieben und bei diesem Rezept, weil es kein Suchtgiftrezept ist, reicht es, irgendeine Paraffe zu machen, da muss nicht der Name erkenntlich sein in der Unterschrift. Wie lange ist jetzt dieses Rezept gültig?
Und deswegen ist es wichtig, dass man das Datum drauf schreibt, weil sonst kann man es ja nicht, also sonst ist es nicht gültig, wenn man nicht weiß, ab wann ging es denn los. Und zwar muss es innerhalb vom ersten Monat geholt werden. Ja, und dann ist es noch weitere 12 Monate gültig, wenn man diesen Stoff mehrfach holen darf. Und wie oft darf ich jetzt ein Arzneimittel holen, wenn ich ein Rezept bekomme? Wenn überhaupt nichts erwähnt ist im Kodex, oder dann darf man das quasi 5-mal nochmal wiederholen, diese Abholung. Das heißt, wir haben es einmal geholt und dürfen 12 Monate lang noch 5-mal holen, also insgesamt 6-mal. Wenn im Auszehrkodex NR steht, dann ist keine Wiederholung zugelassen, dann verbietet es der Gesetzgeber und dann holt der Patient das genau 1-mal ab. Und wenn ich mir als Arzt denke, der ist sicher so ein Kandidat, der holt sich das 6-mal, das ist nicht gut für ihn, aber der Kodex verbietet es auch nicht, dann kann ich noch NEREP draufschreiben und wirklich NEREP, nicht NR, weil das macht der Kodex, wir machen NEREP. Ich sage, nein, keine Wiederholung von dem Patient, ich verbiete es ihm, dann schreibe ich auf das Rezept irgendwo drauf unter dem RP, irgendwo NEREP, dann darf er es nur 1-mal holen, obwohl es theoretisch 6-mal zu holen gewesen wäre. Was ist jetzt bei der Ausstellung vom Rezept zu beachten? Die Patientin und der Patient, den muss man natürlich über die Nebenwirkungen aufklären. Wir hatten es gerade schon, der ist ja ganz durcheinander, wenn plötzlich sein Stuhl schwarz gefärbt ist, also bitte ihm das sagen. Dann auch die Magenschmerzen. Bitte nehmen Sie es morgens vor dem Frühstück ein, weil wir haben gesagt, dass die Rezeption am höchsten. Wenn er dann über Schmerzen klagt, kann man sich ja vielleicht einigen, damit er compliant bleibt, das zu den Mahlzeiten einzunehmen. Und auch immer wichtig, wenn man ein Rezept ausstellt, erklären, wie sieht denn jetzt der konkrete Therapieplan aus, was haben wir denn vor, wie sollen die Zielwerte sein, wie geht es denn weiter in der Behandlung. Jetzt kommen wir noch zum Suchtgiftrezept. Und da muss man aufpassen, dass es verschiedene Anhänge im Auszehrkodex gibt. Es gibt den Anhang 1 für Opioide, Anhang 2 für Codeinpräparate. Die fallen beide unter die Suchtgiftrezepte. Ja, da muss man ein Suchtgiftrezept ausstellen. Im Kodex sieht man dann ein SG hingeschrieben. Dann gibt es Anhang 4, auch für den, das sind psychotrophe Stoffe, zum Beispiel Amphetamin. Auch die, für die muss man ein Suchtgiftrezept ausstellen. Dann gibt es Anhang 5, das ist auch logisch, die sind illegal. Ein Arzt wird einem nie LSD verschreiben, das darf er nicht, also das kann man nichts machen. Und jetzt gibt es noch den Anhang 3, das finde ich halt so typisch, ja, das ist halt irgendwie ja, aus der Historie entstanden, ich finde sowas immer irgendwie ärgerlich. Dann gibt es einen Anhang 3, also bei den Suchtgiftrezepten, wo man dann sagt, das sind Sachen aus Anhang 2, die man jetzt aber auch ohne Suchtgiftrezept verschreiben darf. Und da steht dann immer im Kodex dabei S1 oder S5. Und da darf man jetzt ein Spezialitätenrezept ausstellen. Also eins ohne Vignette. Die Suchtgiftrezepte haben ja Vignetten und die haben auch noch weitere Anforderungen. Ich zeige es euch gleich in der nächsten Folie. Aber eben diese Anhänge 3, und das könnte man zum Beispiel auch im Seminar gefragt werden, das Pharmakon ist in Anhang 3. Wie darf man das verschreiben? Da muss man sagen, ja, eigentlich müsste man ein Suchtgift, aber die sind eine Ausnahme, deswegen können wir da ein Spezialitätenrezept machen. Nur hier steht jetzt nicht NR oder RP, sondern S1, wenn man es nur einmal sich abholen darf, und S5, wenn man 5 Wiederholungen machen darf. Also S5 heißt, man bekommt es 6-mal, wie gerade eben, 1-mal plus 5 Wiederholungen. Und so ein typisches Beispiel ist eben Codein. Man macht auch Sinn, für das Hustenmittel muss man nicht extra ein Suchtgiftrezept ausschreiben. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Spezialitätenrezept und Suchtgiftrezept? Und nochmal hier, wie ich es auch gerade gezeigt habe, Suchtgiftrezept immer, wenn es im Anhang 1, 2 oder 4 ist. Der 3er, für den braucht man es nicht. Und 5er ist eh verboten. Da muss man irgendwie an Karlsplatz oder so. Und Suchtgiftvignette muss jetzt da drauf. Die ist hier dargestellt. Dann ist der Unterschied, dass wir das Geburtsdatum und die Adresse der Patientin angeben müssen. Also alles, was sich jetzt geändert hat, ist in Rot hier dargestellt. Dann müssen wir die Zahlen auch in Klammer dahinter ausschreiben. Weil hier besteht natürlich die Gefahr, das sind Stoffe, die sind auch, der kann auch eine Sucht entstehen, dass jetzt irgendjemand plötzlich aus der 1 eine 2 macht, aus der 30 eine 100 oder so, ja, und viel, viel mehr bekommt, wie er eigentlich verschrieben hatte. Deswegen schreiben wir jetzt immer alles schön in Klammer hinter die Zahl. Ich muss jetzt unterschreiben, nicht mehr mit Paraffe, sondern mit Vorname und Nachname. Und auch ein Unterschied, das Suchtgiftrezept ist jetzt nur 14 Tage gültig. Und auch, das Spezialitätenrezept kann man quasi ja, geben, ist erledigt. Das muss ich quasi kopieren und als Arzt 3 Jahre lang archivieren.
Dann gibt es noch eine Besonderheit, also das ist das Suchtgiftrezept. Dann gibt es noch die Suchtgiftdauerverschreibung. Die gibt es nur für Substitutionspatienten, die quasi dauernd sich die Substitutionstherapie abholen. Das ist auf einem Formblatt im A5-Format. Auf das klebt man die Suchtgiftvignette auf und muss dann eine Markierung ankreuzen, dass eine Suchtgiftdauerverschreibung ist. Und sonst wird das eigentlich analog zur Suchtgift-Einzelverschreibung ausgefüllt. Allerdings mit dem Unterschied, der ist jetzt ein Monat gültig. Ja, gerade eben haben wir gesehen, das war nur 14 Tage gültig, das normale Suchtgiftrezept. Es muss jetzt ein Amtsarzt das bestätigen, damit er dauernd die Substitutionstherapie bekommt. Und es wird jetzt das Abgabedatum vermerkt. Und auch wichtig, dieses Rezept verbleibt in der Apotheke, wo der Patient sich seine Substitutionstherapie dauernd holt. Die dritte Art von Rezept ist die Magistraliter-Verschreibung. Und da quasi schreibe dem Apotheker auf, mal plakativ gesagt, was er zusammenmischen soll, ja? Was er genau macht. Und die findet man eben, das ist auch wichtig, wenn ihr da sagt, wenn ihr gefragt werdet, wo finde ich denn jetzt die Stoffe, die ich im Magistraliter-Rezept verschreiben darf, da ist die Lösung nicht im Kodex, sondern die findet man im europäischen Arzneibuch. Und die Subscriptio, das ist jetzt der Unterschied, enthält jetzt nur die Anweisung für den Apotheker zur Herstellung des Arzneimittels. Also misch 300 Gramm davon mit 400 Gramm davon und 12 davon, damit er weiß, was er zu tun hat. Zum Abschluss jetzt noch ein paar Fragen. Welche Aussagen sind oder ist hier korrekt? Zu sehen ist ein Spezialitätenrezept, zu sehen ist ein Suchtgiftrezept, der blaue Pfeil zeigt auf die Signatura, das Datum kann bei diesem Rezepttyp auch weggelassen werden. Genau, es ist nur A, keine Vignette drauf oder sonstiges und das Datum darf man nie weglassen. Zum Beispiel, stimmt vollkommen, am besten schreibt sie, bis die Packung leer ist. Das ist eine gute Idee, ja. Umso klarer, umso besser. Da, wirklich, genau. Gern. Können wir da gerne hinzufügen, ja. Stimmt absolut. Ihr diagnostiziert bei einer 68 Jahre alten Patientin, die unter Nierenproblemen leidet, eine normozytäre normochrome Anämie. Wie viel Eisen soll diese Patientin substituiert werden? Genau, das ist die Falle hier. Das ist eine renale Anämie. Da bringt Eisen überhaupt nichts, da würden wir EPO geben. Wann darf Scopolamin nicht eingesetzt werden? Bei zu viel Speichel, bei Tachykardenarrhythmien, bei einem paralytischen Darmverschluss, bei Kinetosen oder bei Glaukom. Darf nicht oder ist nicht wirksam, ist vielleicht besser, wenn man jetzt an die denkt. Genau, es ist B und C, weil es ist ja unser Muskarin-Antagonist. Und das wären jetzt zwei Sachen, die das verstärken würden. Ja, Glaukom ist auch, ja, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, irgendwie, diese Fragen hat es mir alle zerschossen heute Morgen. Ja, Glaukom stimmt natürlich auch, ja, also klar, macht auch keinen Sinn, jetzt noch den Sympathikus zu aktivieren. B, C und E ist natürlich richtig. In welchem Teil des Rezepts wird die Packungsanzahl und die Packungsgröße beschrieben? Signatura, Ordinatio, Invocatio, Subscriptio, Signatura. Welche der genannten Pharmaka wirkt gegen Kinetosen? Pharmaka, die Frage ist ja komplett durchgeschossen. Welche der genannten Pharmaka wirken gegen Kinetosen? Granisetron, Scopolamin, Aprepitant, Diphenhydramin oder Tronabinol? Der ist eben das Scopolamin aus Diphenhydramin. Weil wir gesagt haben, Aprepitant ist gegen spätes Erbrechen, das Granisetron gegen frühes Erbrechen mit der Zystatika-Therapie. Für die Senkung der Säuresekretion im Magen sind geeignet Muskarin-Agonisten, das zweite sind Antagonisten, Histamin-Agonisten, Histamin-Antagonisten, Prostaglandin-Rezeptor-Agonisten oder Prostaglandin-Rezeptor-Antagonisten. Willst du jemand sagen, also mit der richtigen Lösung, weil das ein bisschen zerschossen ist? Genau, also das sind natürlich die Antagonisten, also das soll Antagonisten heißen. Ja, tut mir leid. Letzte Frage, welche der genannten Kombinationen wäre für eine Behandlung eines HER2-positiven Mammakarzinoms am sinnvollsten?
ein bisschen Mischung aus gestern noch, Dimenhydrinat, Rituximab, Cytostatikum, Tropizetron, Trastuzumab, Cytostatikum, Scopolamin, Trastuzumab, Cytostatikum oder Sucralfat, Ofatumumab und Cytostatikum. Das ist eigentlich relativ einfach. Das Rituximab und Ofatumumab ist ein CD20-Antikörper, die haben damit nichts verloren, also ist noch das unsere Entscheidung. Und geben wir jetzt gegen das Erbrechen lieber das Tropizetron oder Scopolamin? Natürlich klar, wir geben das Tropizetron. Ah, wir haben doch noch eine. Welche Substanzen wirken stimulierend auf die Darmmotilität? Serotonin, Stickstoffmonoxid, VIP, Arthralin, Gastrin, Acetylcholin. Das ist eben Serotonin, ist ja unser Schnitzel. Das Gastrin steckt schon im Namen und das Acetylcholin ist Rest and Digest. Gut, dann wäre ich damit fertig. Ich wünsche allen viel, viel Glück für die Pharma-Seminare, wenn ich morgen nicht mehr sehe. Und alles Gute über Fragen, gerne Fragen.